Heute freue ich mich, einen Kollegen aus der Uni Kiel, aus der Informatik, begrüßen zu können, Professor Dirk Nowotka. Er ist Professor an der CAU am Institut für Informatik in der Technischen Fakultät. Und ich schaue jetzt gerade auf seine Webseite. Sein Thema sind zuverlässige Systeme, gerade in der Programmierung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es also um die Sicherheit von Computercode und Schutz gegen Versagen von irgendwelchen Programmen und ich denke mal, da wird er uns ein bisschen mehr noch erzählen. Sein Werdegang ist sehr interessant. Ich klicke das mal hier auf. Er stammt aus Nordhausen in Sachsen-Anhalt, hat in Dresden studiert und ist dann viel rumgekommen. Er hat dann also einige Jahre in Großbritannien zugebracht, wie Sie hier sehen können. Hat dann Diplom gemacht, 97 in Dresden wieder an der TU. War dann in Warwick in Großbritannien, dann in Finnland, in Abo und in Turku und ist dann über einen Abstecher an die ETH Zürich und Stuttgart 2011 in Kiel gelandet als Heisenberg-Professor für das Thema zuverlässige Systeme. Und damit kennt er sich also auch auf dem Gebiet der Big Data, künstlichen Intelligenz, Machine Learning und all diesen Dingen aus, die im Moment extrem gehypt werden. Zum einen, aber zum anderen natürlich auch sehr wichtig sind für die künftige Entwicklung in ganz vielen Bereichen, von der Wirtschaft bis zur Forschung. Ich freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank für die Einladung erstens und für die sehr nette Vorstellung, Michael. Ich wurde jetzt erstmal wieder daran erinnert, meine Webseite abzudaten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie hier gezeigt wird. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, vor allem auch über dieses Thema reden zu können, Daten und KI, gerade weil es eben auch ein Thema ist, das mich nicht nur fachlich interessiert, sondern wirklich auch ein sehr breites Interesse in der Gesellschaft natürlich hervorruft, aus bestimmten Gründen. Vielleicht gleich vorneweg, ich muss gestehen, ich fühle mich ein wenig unsicher heute. Ja, also vielleicht haben Sie da ein bisschen Nachsicht, weil diese Art von Vorträgen, das ist etwas ungewohnt für mich, die zu geben. Normalerweise halte ich mathematische Vorträge. Das heißt, ich habe hier ganz viele Bilder. Da haben mir auch ein paar Kollegen mitgeholfen. Und ich weiß nicht genau, ob ich Ihr Niveau so richtig treffe. Also wenn es zu schwierig ist, dann fragen Sie bitte gerne nach. Wenn es zu banal ist und Sie gerne noch weiterführende Informationen haben wollen, dann fragen Sie bitte ebenso nach. Ich freue mich auf alle Fälle jetzt schon auf unsere anschließende Diskussion. Und eins kann ich versichern, Antworten wird es immer geben. Ich hoffe nur, das sind auch welche, die Ihnen dann gefallen oder die Sie weiterbringen. Gut, okay. Daten und KI ist das Thema. Und als Untertitel habe ich mir überlegt, dass man vielleicht auch mal ein bisschen anfängt, die Sachen der KI bzw. maschinellen Lernens so ein bisschen in die Perspektive zu rücken. Was heißt denn richtig funktionieren für einen Computer? Und was heißt denn überhaupt dann ein korrektes Ergebnis zu liefern? Das muss nicht immer dasselbe sein. Und das soll so ein bisschen der Aufhänger sein für den heutigen Vortrag. So. Und das, was wir als erstes mit Computern verbinden, zumindest klassischerweise, ist, dass sie natürlich sehr gute Rechner sind. Und das, so wurden sie auch gebaut, so sind Computer entstanden. Zumindest die ersten Maschinen, wie zum Beispiel der Z3 von Konrad Zuse, als erster frei programmierbarer Computer in den 40er Jahren. Sie sind schnell mittlerweile, sie sind präzise und sie sind eigentlich immer korrekt. Allerdings nur dann, wenn Sie auch die richtigen Befehle erhalten. Und das zeigt schon, wie ein Computer arbeitet. Man muss ihm genau sagen, was zu tun ist, um dann sozusagen ein entsprechendes Ergebnis zu bekommen. Und diese Arten von Befehlen, die man solchen Computern gibt, hier auf der rechten Seite in dem Bild, da sehen Sie so ein bisschen so einen Ausschnitt aus echtem Computercode. Aber das kann man alles runterbrechen auf so einfache Befehle wie wenn eine Bedingung existiert, dann soll irgendetwas ausgeführt werden oder wiederhole eine bestimmte Aktion fünfmal oder so lange, bis eine bestimmte Bedingung gilt oder berechne einen arithmetischen Ausdruck wie 3x minus 17y. Das sind diese Art von Befehlen, die ein Computer, wenn man ihn programmiert, gegeben werden müssen, um dann ein Verhalten zu erreichen von dem Computer, wie man es sich wünscht. Soweit so klassisch. So, das war schon immer so, seit die Computer
sozusagen im Einsatz sind, ist man im Prinzip so an die Dinge rangegangen. Und was heißt das erstmal? Naja, das heißt eigentlich, dass derjenige, der den Computer programmiert, genau wissen muss, was er tut. Das heißt, die richtigen Befehle eintippen. Das heißt, diese Person muss eben auch vorher schon wissen, wie ein Problem, das der Computer lösen soll, prinzipiell gelöst werden kann durch den Menschen. Das kann man sich so ein bisschen so vergegenwärtigen, wenn man einen Computer jetzt ohne künstliche Intelligenz sozusagen bauen würde. Was er tut, ist, er hat eine Wahrnehmung. Naja, das ist jetzt so ein bisschen blumig formuliert. Also wir sprechen im Allgemeinen von einer Eingabe. Ich tippe etwas in den Computer ein oder er bekommt ein Signal zugesendet und dann muss er verstehen und dann handeln. Handeln ist quasi die Ausgabe und verstehen ist das Programm, das der Programmierer oder die Programmiererin diesem Computer mitgegeben hat, wo genau drin steht, was zu tun ist, wie in einem Kochrezept. Ja, wenn A, dann B. Das heißt, das Verständnis zur Lösung des Problems, was der Computer lösen soll, die liegt beim Menschen und die muss dieser Mensch explizit ausdrücken. Okay, so, das heißt, diese Modelle und Algorithmen, die werden von den Menschen gemacht. Und jetzt haben wir eine neue Situation, wo, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, da ist es so, dass wir hier Funktionen und Aufgaben bearbeiten wollen, von denen man eben nicht genau vorhersagen kann, wie sie zu lösen sind, sondern von denen man nur eine Idee hat, was eine richtige und was eine falsche Antwort ist. Also zum Beispiel, wie kann ich jetzt beschreiben, dass in einem beliebigen Foto, das ich zugesandt bekomme, dass darauf ein Hund ist oder eben nicht? Also mir fehlt die Vorstellungskraft davon, wie man dafür eine Funktion, eine mathematische Funktion angeben kann, was nichts anderes ist, als wie man dafür ein Programm oder einen Algorithmus schreiben kann. Wir sehen schon an dieser kleinen Auswahl, die ich hier versucht habe zusammenzustellen, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt zu erkennen, was denn die Merkmale sind eines Hundes, wenn man ihn denn auf Bildern erkennen möchte, vor jeglichem Hintergrund. Und da gibt es dann eben die Technik, die wir üblicherweise mit KI verbinden, das sogenannte maschinelle Lernen. Da haben wir die Situation wie vorher, wir haben eine Eingabe von Wahrnehmung, wir haben irgendeine Art von Verständnis, die erzeugt werden soll, und dann das Handeln, was dann die Ausgabe ist von dieser Maschine. Nun haben wir hier jetzt noch die Rückschleife, dass wir das Handeln bewerten von dem Computer und sagen, es war gut oder es war nicht so gut, was da rausgekommen ist. Und das dann wieder zurück füttern sozusagen in die Maschine hinein, was wir dann Lernen nennen. Und dann soll das Verständnis von dem Computer verbessert werden. Das ist das, was wir mit künstlicher Intelligenz beschreiben. Und die Modelle, die wir da einsetzen, oder die Techniken, das sind sogenannte neuronale Netze. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Es gibt sogenannte Support-Vector-Maschinen oder Bayesian Netzwerke oder sogenannte Random Forests oder ähnliches. Das sind aber alles so ähnliche Dinge. Im Prinzip kann man sich erstmal so ein neuronales Netzwerk vorstellen. Und wie funktioniert so ein neuronales Netzwerk? Jetzt haben wir nicht mehr so einzelne Anweisungen wie wenn A, dann B, dann rechne irgendwas aus, sondern inspiriert werden diese Netzwerke aus der Biologie. Und zwar von den sogenannten, deswegen heißen sie neuronale Netzwerke, nämlich von der Gehirnforschung von den Neuronen. Und dann haben wir auf der linken Seite das, was ein typisches Neuronenmodell ist im biologischen Sinne. Das ist eine Zelle, die in unserem Hirn existiert zum Beispiel. Das hat auf der einen Seite einen weit verzweigten Dendritenbaum, auf der anderen Seite ein langes Axon, das dann im Prinzip von dieser Zelle herausgeht und sich dann auch weiter verzweigt und wieder an neue Dendriten von anderen Zellen andockt. Und so sind diese Arten von Neuronen vernetzt im Biologischen. Ganz grob. Als erste Bemerkung dazu, das ist natürlich nur eine Inspiration. Es ist nicht so, dass wir in der Informatik genau diese Zellen nachbauen. Also was wir hier tun, auch wenn wir es künstliches neuronales Netz nennen, hat erstmal nur sehr entfernt etwas mit dem natürlichen neuronalen Netz zu tun, was wir in unserem Gehirn haben. Es ist erstmal nur etwas, was so in ganz, ganz grobem Sinne versucht, diese Funktion so ein bisschen nachzubilden.
Also nach allem, was ich weiß, wenn ich so mit Mikrobiologen rede, das Allermeiste, die allermeisten Fragen über unser Gehirn und über Neuronen sind einfach unbeantwortet. Man weiß in vielen Stellen noch gar nicht, wie es genau funktioniert. Insofern weiß man auch oder kann man es noch gar nicht hundertprozentig genau irgendwie versuchen, mathematisch nachzumodellieren. Und das möchte ich nur vorneweg stellen, weil KI gerne so ein bisschen vermenschlicht wird in gewisser Weise. Es ist nicht so, dass wir hier ein echtes Gehirn nachbauen würden. Aber wir lassen uns davon gerne inspirieren. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wie das passiert. Da haben wir ein sogenanntes künstliches Neuron. Das hat eine Menge von Eingaben, x1 bis xn. Und die werden multipliziert mit einem sogenannten Gewicht. Also manche Eingaben sind wichtiger als andere Eingaben. Dann werden sie eben mit einem hohen Wert multipliziert und die, die nicht so wichtig sind, werden mit einem niedrigen Wert multipliziert. Das wird dann alles aufsummiert in der sogenannten Transferfunktion. Und dann passiert etwas sehr Wichtiges. Dann passiert nämlich, dann wird dieser Wert, der aus dieser Transferfunktion herauskommt, der wird nochmal sozusagen als Eingabe in eine sogenannte Aktivierungsfunktion gegeben. Und die ist nicht linear. Das ist für das Verständnis von solchen Neuronen extrem wichtig, weil wenn wir nur lineare Abbildungen, dann würde das alles kollabieren, im Prinzip eine Funktion, in eine lineare Funktion. Das heißt, diese Funktion, wo Sie dieses Phi sehen, in diesem Kästchen, was ist eine nichtlineare Funktion? Wenn Sie sich daran erinnern, im Schulunterricht, Mathematik, wenn Sie da so ein Koordinatensystem vor sich sehen, da war eine lineare Funktion immer quasi ein gerader Strich. Und eine nichtlineare Funktion ist das, was nicht gerade ist. Also zum Beispiel x² oder eine Sinusfunktion oder ähnliches. Und diese Aktivierungsfunktionen, die sind solche krummen Funktionen, ne? Meistens zwischen 0 und 1. Man nennt sie Sigmoidfunktionen. Es gibt aber auch welche, die unbegrenzt sind, irgendwelche Relu-Funktionen oder ähnliches. Das wären dann so die Fachbegriffe dazu. Aber wie die genau aussehen, ist jetzt hier erstmal nicht so wichtig. So, und dann kommt da eine Ausgabe, die Aktivierung heraus, die dann in die nächste Schicht von Neuronen sozusagen wieder als Eingabe dient. Also man hat ganz viele Neuronen hintereinander geschaltet in verschiedenen Schichten. So kann man sich das grob vorstellen. Und was soweit so, ja, so unwichtig erstmal. Was ist denn jetzt der ganze Clou dabei? Der Clou ist bei diesen Netzwerken, dass wir diese Gewichte, diese Ws hier, das sind alles entscheidenden Parameter in einem Netzwerk, dass wir die so anpassen können, dass wir auch damit uns einer Funktion annähern, die wir vorher noch nicht kennen. Also wie zum Beispiel, wenn wir Bilder verarbeiten und darauf Hunde erkennen wollen, dann wissen wir nicht, welche Funktion das genau beschreibt, was ein Hund ist. Wir können aber Beispiele geben und mit jedem Beispiel bewerten, ob das eine gute Ausgabe, also eine richtige Klassifikation war, also Hund, oder eben nicht. Und dann können wir die Gewichte und nur diese hier, die können wir dann anpassen in diesem Netzwerk, um dann ein bisschen ein besseres Ergebnis zu bekommen beim nächsten Durchlauf. Und das machen wir so lange, bis das Netzwerk relativ gut Hunde auf Bildern erkennen kann. Das ist im Prinzip die Essenz, wie diese neuronalen Netze so ganz, ganz grob gesagt funktionieren sollen. Also wir haben so ein Netzwerk hier unten nochmal aufgezeichnet mit diesen Punkten. Das sind die Neuronen, dazwischen sind die Verbindungen. Das ist ein sehr, sehr kleines Netzwerk. Da gibt es eine Eingabe und eine Ausgabe. Und dann wird es trainiert. Das heißt, man hat so einen Datensatz von Bildern. Hier steht jetzt Katze statt Hund, aber das kann man sich auch andersrum denken. Und dieses Bild, das kann man sich als Eingabe vorstellen. Also man kann Bilder zerteilen in die einzelnen Bildpunkte und die gibt man einfach rein in die erste Schicht von diesen neuronalen Netzen. Dann geht das durch diese sogenannten versteckten Schichten, bis dann hinten raus hier eine Kategorisierung kommt. Und am Anfang kommt immer was Falsches oder meistens was Falsches raus. Wenn ich da ein Bild reinmache in ein naives Netzwerk, dann gibt es irgendwas aus. Aber ich korrigiere dann das Netzwerk und gebe ein Feedback und sage, nein, das war jetzt. Ich habe einen Hund eingegeben, aber es kam was anderes raus. Also musst du dich anpassen und dann werden diese Gewichte leicht angepasst. Und das macht man ein paar Mal, bis man dann ein sogenanntes trainiertes Netzwerk hat. Und das kann man dann einsetzen. Und der Clou dabei ist, dass man das mit unbekannten Bildern, also mit Bildern, die nicht im Trainingssatz waren, auch füttern kann und das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gutes, also richtiges Ergebnis liefert. Das ist so der
der Clou bei diesen neuronalen Netzen, ganz, ganz grob formuliert. Okay, gut, was kann man damit alles machen? Wie fing das alles an? Übrigens, dieses Konzept, auch wenn KI in der letzter Zeit, in den letzten Jahren erst wirklich sozusagen als Thema relevant geworden ist, ist es so, dass dieses Konzept schon sehr, sehr alt ist. Schon in den, oh Gott, ich glaube, die ersten neuronalen Modelle, die sind schon weit vor den 70er Jahren. Ich glaube, sogar in den 50ern, wenn ich mich jetzt nicht irre, McCulloch und Pitt waren die ersten, die solche Modelle aufgestellt haben. Seitdem gibt es dieses Prinzip schon. Und in den 70er Jahren hat man angefangen, da eine erste ernstzunehmende Anwendung dafür zum Beispiel aufzubauen, indem man einfach Briefe sortiert. Ja, früher war das mit Hand alles noch, wurde das gemacht. Also früher wurden noch Briefe geschrieben, vielleicht an alle und nicht nur E-Mail. Und diese Briefe müssen sortiert werden in solchen Briefsortierzentren. Und was ganz wichtig ist, ist die Zahl der Postleitzahl, dass man die automatisch erkennt. Da kann man schon sehr viel vorsortieren, ohne dass ein Mensch da eingreifen muss. Und jetzt schreibt aber jeder eben die Zahlen ein bisschen anders. Und dann hatte eben das US Postal Office oder die US Post, die hatte da die Idee, dass man das vielleicht maschinell irgendwie lösen kann, das Problem. Und hat ganz viele Trainingsdaten erstellt von Nullen, Einsen, Zweien und so weiter, von jeder Zahl, wie sie üblicherweise geschrieben werden auf diesen Briefen. Ja, man sieht das hier, dass das aus dem anglikanischen Raum kommt, so wie die Eins geschrieben wird. Nicht wie bei uns, aber man hat 60.000 aufgeschriebene Ziffern im Prinzip hergenommen und hat dann sich so ein Netzwerk, so wie ich es eben versucht habe anzudeuten, aufgebaut mit mehreren internen Schichten und damit ein Netzwerk trainiert, um zum Beispiel zuverlässig eine 7 zu erkennen, wenn da jemand 7 aufschreibt, auch wenn das nicht exakt so ist wie die 7, mit der dieses Netzwerk trainiert wurde. Okay, und das hat sehr gut funktioniert. Heute macht man das mit einer sehr, sehr extrem hohen Genauigkeit. Auch damals ging es schon relativ gut, aber damals war das echte Pionierarbeit, weil das extrem aufwendig war für die damaligen Rechner, dieses Modell zu erstellen. Und ich habe hier so ein wunderschönes Filmchen, vielleicht kennen Sie das auch schon, ich will es aber trotzdem mal zeigen, das so ein bisschen andeutet, wie dieses Netzwerk funktioniert. Das sind tatsächlich von der Dimension her, die Eingaben stimmen genauso, wie sie da in diesen MNIST-Datensatz auch aufgenommen werden. Und da sehen Sie diese Neuronen, wie sie schalten, wie sie aktiviert werden, um dann zum Schluss eine Ausgabe, eines von diesen 10 Ausgaben, sich dafür zu entscheiden, je nachdem, was da reingekommen ist. Ja, und dieses Netzwerk, das hat, ja, die haben es gerade gesehen, so Größenordnung 10 hoch 6, viele Verbindungen etwa zwischen den einzelnen künstlichen Neuronen. So. Gut, das war in den 70ern. Warum ist es jetzt eigentlich erst so richtig interessant geworden? Und die Antwort ist ganz einfach, dass es bis dato einfach noch viel zu aufwendig war, ein Netzwerk aufzubauen, ein Modell aufzubauen, das eine wirklich ernstzunehmende Aufgabe löst. Abgesehen von diesen Ziffern, die da erkannt werden, auf diesen Schwarz-Weiß-Bildern, das war auch nur, die Pixel hatten 0 oder 1 als Eingabe. Aber man konnte noch längst keine Hunde auf Bildern erkennen, zum Beispiel. Oder man konnte noch längst kein autonomes Fahrzeug damit steuern oder ähnliches. Aber dann gab es eben Entwicklungen auf drei verschiedenen Gebieten, die das Ganze extrem vorangebracht haben. Erstens haben sich neue Algorithmen herausgeprägt, sozusagen. Also man ist effizienter geworden im Training der neuronalen Netzwerke. Man hat diese neuronalen Netzwerke tiefer staffeln können, also mit mehr Schichten dazwischen, ohne dass die Anzahl der Verbindungen zu sehr explodiert. Das nennt man auch so konvolute Netzwerke, wenn jemand diesen Begriff schon kennt. Für die Bilderkennung zum Beispiel, das war so eine wichtige Entwicklung. Dann hat man natürlich auch viel mehr Daten. Seit das Internet erstmal so richtig gewachsen ist, hat man auch erstmal Zugriff auf Daten bekommen, indem man das Internet einfach abgesucht hat, musste nicht mehr händisch erstellen. Und natürlich Rechenleistung. Rechenleistung hilft bei vielen. Und das sind alles erstmal bis auf die Algorithmen nur quantitative Erhöhungen, also mehr Daten, mehr Rechenleistung, die dann wirklich zu einem qualitativen Sprung geführt haben in dem Einsatz von solchen Techniken der künstlichen Intelligenz, solchen tiefen neuronalen Netzen zum Beispiel, aber auch eben von anderen Techniken, nicht nur denen. So, und wo stehen wir
oder wo standen wir vor ein paar Jahren schon? Die sogenannten tiefen neuronalen Netze haben zum Beispiel können 14 Millionen Trainingsbilder verarbeiten. Das ist so ein klassischer Bilderdatensatz. Es hat 100 Millionen Pfade, damit meine ich hier diese Verbindungen zwischen diesen Schichten von den Neuronen, wie sie hier angedeutet sind, und 1000 Klassen, in die dann klassifiziert werden kann. Also das Bild eingeteilt werden kann in 1000 verschiedene Kategorien, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Und dann haben wir zum Beispiel die Trainingsdaten rein und hinten soll Collie als Ausgabe erscheinen. Das heißt, dieses Netzwerk soll neben anderen Dingen auch alle Collies erkennen, ja, als Hund. Und diese Art von Lernprozess nennt man auch noch überwachtes Lernen. Das heißt, ich habe zu jedem Bild im Trainingsdatensatz, weiß ich auch, was es darstellen soll und kann das dem Netzwerk sagen. Es gibt übrigens auch Techniken, indem wir diese Art von künstlichen neuronalen Netzen einsetzen können, um sogenanntes nicht überwachtes Lernen durchzuführen, wo man nicht mehr sagen muss, was denn auf dem, was sozusagen dem Computer präsentiert wird, sondern der Computer versucht dann selbstständig gewisse Klassifizierungen zu finden. Da hat aber natürlich keine Vorstellung davon, was diese Klassifizierungen bedeuten. Das sind rein statistische Methoden, wie dann geclustert wird. Okay, gut. So, und wenn wir jetzt natürlich ein solches Netzwerk trainiert haben, dann und mit diesen Anwenden auf ein Bild, das es vorher nicht gesehen hat. Was im Netzwerk dann passiert, ist hochgradig interessant. Das ist natürlich in gewisser Weise etwas, was wir nicht als Mensch sozusagen auslesen können und dann wissen, ah, so, das ist der Algorithmus, um Hunde zu erkennen. Das ist schon so ein bisschen verborgen, aber manches können wir nachvollziehen, nämlich dass das Netzwerk in verschiedenen Schichten gewisse Merkmale herausfiltert von dem, was es sieht. Zum Beispiel solche Changierungen in dem Fell oder in dem Bild an sich. Ja, also dass es so gestreifte Muster gibt in diesem Bild, was dann so eine Art Merkmal für Fell sein könnte. Und dann gibt es eben andere Merkmale, wie so einen schwarzen Punkt, der weiß umrandet ist, wenn ich es mal so sagen darf, was für eine Schnauze von einem Hund stehen könnte. Und dann werden diese einzelnen Merkmale, diese einzelnen Kanten und Flächen zusammengesetzt, sodass ab einem gewissen Punkt auch ein ganzer Kopf von einem Hund erkannt werden kann, bis dann zum Schluss natürlich auch der Hund als solches erkannt wird. Und das Netzwerk sagt, okay, also ich bin mir zu 77% sicher, das ist ein Collie, aber es könnte auch sein, dass es ein Schäferhund ist, zu einem gewissen Prozentsatz oder zu einem ganz kleinen Prozentsatz würde ich sogar sagen, das ist eine Katze. Also das kann dieses Netzwerk dann ja, im Prinzip uns angeben. Üblicherweise wird da natürlich einfach nur die Ausgabe auf eines reduziert, nämlich auf die wahrscheinlichste Kategorie dann. Aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie so ein Bild verarbeitet wird. Okay, gut, das war so der Stand, muss ich sagen, von, naja, der erste Durchbruch, was solche Bildklassifikation angeht, war, glaube ich, tatsächlich 2005, 2006. Durch Jeffrey Hinton von der University of Toronto, der sozusagen das erste Mal so einen großen Bildklassifikator gebaut hat. Wo stehen wir heute? Die Entwicklung geht weiter. Heute finden Sie so etwas wie GPT-3. Vielleicht haben Sie das auch schon mal irgendwo in den Nachrichten oder in irgendwelchen Zeitschriftenartikeln gesehen. Das ist eines der größten neuronalen Netzwerke, die wir momentan bauen können auf dieser Welt, sozusagen, die momentan existieren. Und das hat nicht mehr nur einige 100 Millionen Parameter, also mit Parameter meine ich diese Gewichte von diesen Neuronen, sondern 175 Milliarden von diesen Parametern. Also insgesamt 96 Schichten von diesen Neuronen. Und dieses GPT-3 ist ein linguistisches System, das nicht nur die Sprache versteht, sondern auch korrelieren kann mit Texten, mit denen es gefüttert wurde, oder Textbruchstücken. Und so, ich fand das sehr interessant zu sehen, mit welchen Anteilen an Daten dieses Netzwerk trainiert wurde. Dann gibt es einmal den Open Web Text Corpus. Das sind im Prinzip Texte, die Sie einfach wahllos aus dem Internet rausziehen können. Das ist ein riesiger, riesiger
Korpus, mit denen dieses Netzwerk angelernt wurde. Dann gibt es den sogenannten Common Crawl Datensatz. Das sind im Prinzip Texte aus einem der größten, was ist es, Blogs oder Nachrichten, Website, das heißt Reddit aus den USA, ist dort sehr beliebt, bei uns weniger bekannt. Dann gibt es einen großen Buchkorpus zu 16% und nur 2%, etwa bummelig 2%, sind die Texte von Wikipedia in das Training eingegangen. Aber was kann man jetzt damit machen? Naja, eine ganze Menge. Ich kann dieses GPT-3-System, den kann ich ganz normale Fragen stellen, wie wir sie uns auch als Menschen stellen könnten. Und es gibt sehr, sehr gute Antworten. Zum Beispiel ist das jetzt hier auf Englisch natürlich, aber ich kann es mal übersetzen. Also was ist zum Beispiel die menschliche Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten? Und dann antwortet dieses System in einem ganzen Satz, ohne dass es darauf programmiert wurde, die Lebenserwartung der Vereinigten Staaten zu kennen. Aber es antwortet im ganzen Satz, die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten ist 78 Jahre. Ja, oder wer war Präsident der Vereinigten Staaten 1955? Und es war Dwight D. Eisenhower zu der Zeit. Und zu welcher Partei gehörte Eisenhower? Das war die Republikanische Partei. Wer war Präsident vor George Bush? Das war Bill Clinton und so weiter. Also solche Dinge kann dieses Netzwerk problemlos beantworten, solche Anfragen. Und es kann sogar noch mehr. Und das hat auch in der, deswegen sagte ich, vielleicht kennen Sie diesen Begriff GPT-3 schon. Es ging auch sehr durch die Medien, dass es eben ganz eigene Texte auch schreiben kann, die in gewisser Weise nicht nur menschlich lesbar sind, sondern ab einem gewissen Punkt auch Sinn machen für manche Menschen zumindest. Ich persönlich habe da mal so ein bisschen meine Zweifel, wenn es ein bisschen, also was das Interesse an diesen Texten angeht, aber man kann das einfach so lesen, als hätte das ein Mensch geschrieben. Ein etwas durchschnittlich begabter Journalist vielleicht, aber man kann das Zeug lesen. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie so einen Text, der ist drei DIN A4 Seiten lang. Ich habe da nicht alles hingeschrieben. Und das ist eine Ausgabe von GPT-3. Und als Eingabe hat es lediglich gebraucht den Titel. Den Namen, das ist ein Fantasiename, Jerome, K. Jerome, das war Teil der Eingabe und das erste Wort, it, ja, von diesem Text. Und dann hat es im Prinzip etwas geschrieben über die Wichtigkeit, auf Twitter zu sein. So, und das ist etwas, was bisher noch kein neuronales Netz, noch kein Computersystem zustande gebracht hat. Also das zeigt, welche Dinge möglich sind, mit dieser Art Maschinen zu programmieren, mit dieser Art von Lernen von künstlichen neuronalen Netzen. Darf ich mal zwischenfragen? Da steht Ja? aber 1897, das ist der Brief von 1897 über Twitter. 18, wo steht das? Oben rechts unter der Überschrift. Rechts bei dem Text hier. Ach so, nein, nein, das ist auch nur so eine Fake-Angabe. Okay. Ja, das ist natürlich zumal ein Hinweis darauf, dass es nicht ganz so hinhaut mit Twitter. Ja, aber sehr gut gesehen. Ja, London, ich weiß nicht, ob das Teil der Eingabe war, tatsächlich. Weil was GPT-3 macht, ist, es korreliert. Und dazu wollte ich gleich noch kommen. Es korreliert natürlich Daten. Und diesen Satz, The Importance of Being on Twitter, wird einfach geschaut, wo in dem ganzen Textkanon, der diesem System gezeigt wurde, tauchten schon mal so ähnliche Sätze auf und was folgte danach? Und dann wurde das sozusagen fortgeschrieben. Aber 1897 kann natürlich schlecht hinhauen, was das angeht. Okay. Nichtsdestotrotz, das ist das, was man tun kann mit solchen Netzwerken. Das größte oder eines der größten, die Entwicklung geht ständig weiter, der Netzwerke der Welt hat im Prinzip diese Performance, die ich hier versucht habe anzudeuten. Das ist jetzt noch eine textbasierte Anwendung. Es gibt natürlich Netzwerke, die sich mit Bildern beschäftigen und anderen Daten. Gut, also man kann sagen, KI ist ein ultramächtiges Werkzeug und es ist auch eine riesige Erfolgsgeschichte. Also ich habe jetzt hier nur über Texte gesprochen, aber wir wissen alle, dass natürlich unvergessen, dass die KI sozusagen menschliche Schachspieler schon seit langer Zeit schlagen kann. Nicht nur das, sondern auch menschliche Go-Spieler
ganz, ganz locker sozusagen besiegt in gewisser Weise. Go ist ein Spiel, das noch komplexer ist als Schach. Wir wissen, dass KI natürlich eingesetzt wird beim autonomen Fahren. Ohne dem sind solche fortgeschrittenen Assistenzfunktionen von Fahrzeugen überhaupt nicht denkbar. Gesichtserkennung ist ein ganz populäres und auch kontrovers diskutierte Anwendung von KI. Links oben sehen Sie die Anwendung zum Beispiel im medizinischen Bereich, gerade in der Bildgebung, dass KI-Systeme eingesetzt werden können, neben dem Arzt, nicht statt des Arztes, aber als Unterstützung für den Arzt, um vielleicht Tumore zu entdecken oder andere Krankheiten. Oder es wird auch in der Industrie eingesetzt. Industrie 4.0 ist das Schlagwort, ohne KI auch nicht denkbar. Zum Beispiel im Sinne der Predictive Maintenance, dass im Prinzip man Modelle von dem Maschinenpark hat, die man einsetzt, um mögliche Ausfälle schon vorherzusehen, bevor die Maschine eigentlich kaputt geht, anhand von Parametern, die sich so langsam über die Zeit verändern, wie eine Maschine arbeitet. Ja. Also zum Beispiel hatten wir auch auch persönlich meine Arbeitsgruppe ein Projekt gehabt mit Airbus, wo wir auf die Produktionsdaten von Airbus geschaut haben, um zu sehen, wo liegen die Ursachen dafür, dass ein Flugzeug eine bestimmte Tendenz in der Flugrichtung hat. Ne? Also wie kann man Flugzeuge gerade also besser produzieren, sodass sie dann weniger Sprit verbrauchen, weil man nicht gegensteuern muss gegen eine gewisse Tendenz. Solche Dinge kann man rauf und runter machen. Es gibt Millionen von Geschäftsmodellen sozusagen, die KI einsetzen, in den sozialen Netzwerken sowieso, wenn sie auf Amazon gehen, was sie da vorgeschlagen kriegen, an Kaufempfehlungen. In jedem Handy ist mehr KI verbaut, als man vielleicht glaubt. Spracherkennung sowieso, Bildbearbeitung immer. Das sind alles so klassische Anwendungsfälle für KI. Okay, soweit, so gut. Volle Erfolgsgeschichte, neue Art, Computer zu programmieren, alles ist toll. Natürlich gibt es auch ethische Aspekte, die man da mit einbeziehen muss. Gerade das Thema Gesichtserkennung hatte ich hier schon angedeutet. Ich möchte in diesem Vortrag heute auf was anderes abheben, nämlich auf unsere Tendenz als Menschen, wenn wir einmal eine Entwicklung sehen, dass wir sie linear fortschreiben in die Zukunft. Und was in Sachen KI passiert natürlich, dass spätestens seit die KI den besten Schachspieler der Welt sozusagen besiegt hat, dann die Idee, dass KI natürlich eine Intelligenz ist, die über die Zeit irgendwann sozusagen uns bei weitem überflügeln wird, was unsere eigene Intelligenz angeht, weil in Schach können sie es ja schon, theoretisch. Dass diese Idee sozusagen dann ein bisschen um sich gefasst hat und aus meiner Sicht vielleicht noch ein paar unrealistische Vorstellungen hervorgebracht hat, was denn KI in der Zukunft bedeutet. Und der Titel dieses Vortrages heißt ja Daten und KI, wenn der Computer richtig funktioniert und doch falsch rechnet. Und das kann eben sehr leicht passieren, dass unsere Prädiktionen, unsere Vorhersagen für die Zukunft nicht immer so eintreten, wie wir uns das am Anfang vorstellen. Wir haben zum Beispiel Mitte des letzten Jahrzehnts war natürlich das selbstfahrende Auto ein großer, großer Hype. Ja, da kam Tesla allen voran. Die haben sozusagen mit dem lautesten Lautsprecher in Form ihres CEOs, haben sie eben gesagt, okay, Self-driving cars, also selbstfahrende Autos, werden in ein paar Jahren werden sie einfach Realität sein. Dann setzen wir uns ins Auto, brauchen gar kein Lenkrad mehr, werden von A nach B gefahren. Man muss es nur einfach ein bisschen weiterentwickeln. Alles, was wir brauchen, ist Daten, Daten, Daten und dann wird das schon. Naja, ich weiß nicht, was ein paar Jahre sein soll, aber bis jetzt ist es mir nicht bekannt, dass in absehbarer Zeit ein vollautonomes Fahrzeug irgendwo fahren können wird. Trotz aller schönen Videos, die man auf YouTube sehen kann. Wie toll so ein Auto funktioniert. Im Allgemeinen funktioniert es überhaupt nicht gut, diese selbstfahrende Sache. Was sehr gut funktioniert, ist bestimmte Einsatzbereiche, eng abgegrenzte Umgebungen, bestimmte Wettersituationen und bestimmte Aufgaben, wo man solche Technologie einsetzen kann. Und auch Herr Musk musste jetzt eben gerade kürzlich vor ein paar Tagen eingestehen, naja, so ganz
So ganz einfach ist es wohl doch nicht. Ja, es war doch ein Hard Problem, was wir hier zu lösen haben. Und ich will das nicht sozusagen, naja, ins Lächerliche ziehen, was sich Tesla dazu getraut hat. Ich glaube, das ist eine super Firma, die sehr viel die Industrie vorangebracht hat. Aber es soll einfach zeigen, dass es mit den Vorhersagen nicht so leicht ist, wie man sich es manchmal vorstellt in der ersten Euphorie. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass diese Technik, die wir hier vorgestellt haben, nichts mit wirklicher Intelligenz zu tun hat, so wie wir sie verstehen. Ich meine, den Begriff Intelligenz zu definieren, ist tatsächlich nicht so ganz leicht. Aber wenn man jetzt von so einem holzschnittartigen Verständnis ausgeht, für den Alltag, da würde man sagen, Intelligenz ist etwas, was so ein bisschen mehr ist als einfach nur eine Korrelation herauszufinden, nur zu sagen, okay, nur weil das eine immer dann auftritt, wenn das andere auftritt, heißt es ja nun nicht, dass dazwischen ein Zusammenhang bestehen muss oder ein direkter Zusammenhang. Also, wenn der Eisverkauf steigt, dann werden sicherlich die Haiangriffe nicht unbedingt steigen, ne, an einer Küste, sondern es hat einfach, ist einfach Zufall, dass Eisverkauf und Haiangriff auf Menschen gleichzeitig sozusagen ihren Höhepunkt im Juli, August haben, weil das dann an den Küsten sozusagen die wärmste Zeit ist. Deswegen wird da viel Eis verkauft und deswegen gehen auch viele Menschen ins Wasser. Und nur dann, wenn viele Menschen ins Wasser gehen, können auch die Haiangriffe steigen, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit, oder bei geringer Wahrscheinlichkeit, einen Haiangriff zu erleben, dann eben in absoluten Zahlen natürlich dann mehr Inzidenzen hervorbringt. Also das ist das Erste, was man sich klar machen muss, wenn man über maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz spricht, ist, dass wir hier auf Korrelation setzen. Und das kann manchmal sehr sinnvoll sein, das kann oder ist oft sehr sinnvoll auch. Und das ist auch der Grund, warum wir gute Ergebnisse in vielen Bereichen erzielen. Zum Beispiel, wenn Sie an die Hundesache denken, das neuronale Netzwerk korreliert einfach bestimmte Bildmerkmale mit der Kategorie Hund. Und das funktioniert häufig. Das heißt aber nicht, dass das Netzwerk oder der Computer irgendetwas verstehen würde. Das ist eine rein mechanische, rein statistische Methode, die dort angewendet wird. Und das kann eben auch Schwierigkeiten bereiten. Jetzt nehmen wir unser GPT-3 nochmal her. Das größte oder eines der größten Netze, eines der größten künstlichen Intelligenzen dieser Erde, die momentan existieren. Stellt sich die Frage, ist GPT-3 intelligent? Und da hat Kevin Lacker, der hat eine sehr schöne Untersuchung dazu durchgeführt und auch mal ein paar Fragen gestellt, die nicht so üblich sind an dieses GPT-3, die aber für einen Menschen relativ eindeutig waren. Zum Beispiel, wer war der Präsident der Vereinigten Staaten 1700? Und dann sagte GPT-3 natürlich, das war William Penn. Oder wer war Präsident 1640? Richard Bennett. Das sind alles historische Figuren, die auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten damals tätig waren. Das Problem dabei ist, dass die Staaten erst 1776 gegründet wurden. Das heißt, diese ganzen Leute hier, die konnten nicht Präsident sein der Vereinigten Staaten, was ein Mensch, wenn er das Gründungsdatum der USA kennt, natürlich sofort gesehen hätte. GPT-3 hat einfach was ausgegeben. Es hat das Jahr gesehen und hat korreliert mit einer Figur aus dieser Zeit und dem Begriff Vereinigten Staaten. Oder ein weiteres Beispiel. Wie viele Augen hat eine Giraffe? Und GPT-3 sagt zwei, korrekt. Wie viele Augen hat mein Fuß? Aber dein Fuß hat zwei Augen. Wie viele Augen hat eine Spinne? Eine Spinne hat acht Augen. Wie viele Augen hat die Sonne? Die Sonne hat ein Auge. Wie viele Augen hat ein Grashalm? Ein Auge. Das sind auch Ausgaben von GPT-3. Da wurde einfach wieder korreliert aus dem Satz, den man eingegeben hat, mit dem, was der Textkorpus bietet, was dieses System gelernt hat. Aber dieses System kann sicherlich nicht gut nachdenken. Es kann eben gut korrelieren. Also offensichtlich weiß GPT-3 nicht, was ein Auge ist und welche Lebewesen Augen haben. Noch ein Beispiel. How do you Spurgle and Murgle?
Und wenn die ins Bogeln und Mogeln nichts sagen, dann ist das einfach deswegen, weil das einfach völlige Quatschwörter sind im Englischen. Ja. Das heißt, wenn man eine solche Anfrage stellt, auch dann gibt GPT-3 immer eine Antwort. You spoggle a mogul by using a spoggle. Okay. How many bongs are in the coin? Es macht gar keinen Sinn, diese Frage. Und dann kommt aber wieder eine Antwort. Und zwar drei. Was auch immer das sein soll. Und das geht so weiter. Und zum Schluss wird gefragt, do you understand these questions? Verstehst du diese Fragen? Und GPT-3 sagt, na klar, ich verstehe diese Fragen vollkommen. Kann es aber nicht verstehen, weil diese Fragen keine Bedeutung, keine Semantik besitzen. Ja. Also offensichtlich weiß dieses System auch nicht, wenn es mal nichts weiß. Ja, ein Mensch würde einfach darauf keine Antwort geben. Ja, also denn dieser Mensch spielt so ein bisschen mit dem Fragesteller, aber das war hier sicherlich nicht der Fall. Okay, ich möchte doch noch einmal durchgehen. Was ich besonders nett fand, ist, wer wird Gewinner der World Series in 2021? Na gut, diese Frage wurde 2020 gestellt. Also in die Zukunft, wer gewinnt nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Und offensichtlich war GPT-3 irgendwie ein Fan der New York Yankees. Oder es kamen die New York Yankees einfach als Name für eine Baseballmannschaft gehäuft vor in den Datensätzen von GPT-3. Also das zeigt so ein bisschen auf, dass selbst das beste System, das größte System, das wir momentan bauen können, auch relativ leicht aufs Glatteis zu führen ist. Auch wenn es gute Einsatzmöglichkeiten haben kann und wirklich auch schon gute Ergebnisse liefern kann. Aber es gibt noch ein weiteres Problem, was wir haben, wenn wir darüber nachdenken, ob diese KI sozusagen unsere menschliche Intelligenz irgendwann nahe kommt oder uns ersetzen könnte. Und das ist nicht zu unterschätzen, das ist das Skalierungsproblem der Energie. Und ich habe jetzt mal GPT-3 mit dem menschlichen Gehirn zusammengestellt und mal verglichen, wie die Größe aussieht. 175 Milliarden Parameter auf der einen Seite für die GPT-3 und 1 Million Milliarden Synapsen im menschlichen Gehirn. Das sind mehrere Größenordnungen mehr an Parametern, die wir in unserem Hirn haben. Das ist nur ein Gehirn, was jeder von uns zwischen den Ohren hat. Der Energieverbrauch für die Lernphase von GPT-3 ist geschätzt 190 Kilowattstunden. Unser Hirn läuft mit 20 Watt an Leistung und ein täglicher Energieumsatz eines Erwachsenen mit Muskeln und allem drum und dran ist circa 2,5 Kilowattstunden. Das heißt, mit der Energie von GPT-3 kann ein Mensch etwa 1000 Jahre lang lernen. Oder mit anderen Worten, wäre GPT-3 so effizient wie ein Mensch, also gegeben der kleinen Parameter dieses relativ kleinen Hirns, was GPT-3 hat, so würde es mit 0,1 Mikrowatt lernen. Das heißt, ich könnte 20 von solchen Systemen, und wir reden hier von Großrechnern, 20 solcher Systeme würden mit der Leistung einer Quarzarmbanduhr lernen können. Also das zeigt, dass da auch noch ein riesen, riesen Unterschied ist, was die Effizienz von solchen sogenannten künstlichen Intelligenzen angeht. Und ich möchte das auch noch mal sozusagen als Indiz nehmen dafür, dass wir hier überhaupt nicht von Intelligenz reden, sondern erstmal nur von sehr cleveren und sehr großen Korrelationssystemen, die uns sicherlich viel Nutzen bringen, wie ich versucht habe anzudeuten, die aber nicht vergleichbar sind mit unserem menschlichen Gehirn. Nun kann man sagen, ja, das kann ja alles, die werden ja alle effizienter, diese ganzen Systeme, und die werden auch immer größer. Das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet, dass die wirklich gegeben der Parameter so viel effizienter werden können, dass man damit erstmal überhaupt die Leistung des menschlichen Gehirns rein rechnerisch auch nur erreichen würde, geschweige denn da noch viel intelligenter werden würde. Die einfachste Art, ein System zu bauen mit 1 Million von Milliarden von Synapsen und 20 Watt Leistung ist immer noch die menschliche Fortpflanzung im Vergleich dazu, ein System zu bauen, das eine ganze Rechenhalle füllt. Ja. Okay, gut. Ein weiterer Punkt.
um da zu einem Fazit zu kommen, was meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist. Erstens, KI ist und bleibt natürlich ein großer Transformator unserer Gesellschaft. Das habe ich nur sehr wenig betont in diesem Vortrag, aber ich hoffe, das ist jedem klar, dass wir uns schon seit Jahren, dass es ein sehr, sehr bestimmendes Thema ist. Und wir da noch sehr viel von erwarten können. Das ist kein Hype, der jetzt mal kurz aufblitzt und dann wieder verschwindet. Ich glaube, die KI wird bleiben und uns wird auch noch in den folgenden Jahren immer wieder überraschende Anwendungen dafür geben. Der zweite Punkt ist aber auch, dass KI nicht intelligent im menschlichen Sinne ist. Und das wird oft unter diesen Schlagwörtern starke KI und schwache KI so ein bisschen miteinander verglichen. Schwache KI sind diese Arten von Korrelationen, die wir hier am Anfang gesehen haben. Und starke KI wäre im Prinzip so ein allgemeines Verständnis, ein kulturelles Verständnis, ein Allgemeinwissen, das auch der Mensch hat, das er ganz natürlich durch seine Erziehung mitbekommt. Und wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, eine starke KI zu bauen, wenn es überhaupt jemals sinnvollerweise möglich wäre. Und was die Prognosen für die Zukunft angeht, halte ich es am liebsten mit Mark Twain, muss ich ganz ehrlich sagen, auch oder gerade als Informatiker, was die KI angeht. Es gibt Menschen, die sich hinreißen lassen, da Prognosen zu geben über 10, 20, 50, vielleicht sogar 100 Jahre, was besonders bequem ist, weil man dann selber nicht mehr verantwortlich gemacht werden kann, wenn die Prognose nicht stimmt. Ich persönlich traue mich das nicht. Wenn ich eine Prognose über 2 Jahre gebe, was in 2 Jahren sein wird, dann finde ich mich schon mutig. Und vielleicht sollten wir das so ein bisschen auch als dieses Zitat mitnehmen aus diesem Vortrag und offen zu sein einfach für das, was kommt und uns nicht gleich von jeder Horrormeldung oder von jeder Prognose ins Boxhorn jagen lassen, sondern einfach erstmal schauen, was denn da überhaupt dran ist. So, und damit möchte ich meinen Vortrag beenden und ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Ja, vielen Dank für diesen sehr schönen Vortrag und sehr anschaulichen Überblick mit vielen gut verständlichen Bildern. Danke. Ich muss, bevor ich eine Frage stelle, erstmal meine Fake News, die ich verbreitet habe, korrigieren. Nordhausen liegt selbstverständlich in Thüringen und nicht in Sachsen-Anhalt. Entschuldigung, ich war des Öfteren in Thüringen, aber meistens südlich. So. Okay, ja, wir haben also viel gelernt. Was von Potenzial in KI drinsteckt. Bevor ich jetzt an unsere Fragesteller übergebe, würde ich doch gern erstmal wissen wollen, weiß man denn, was der Hauptgrund ist, warum das menschliche Gehirn so mehr oder so effizienter ist? Liegt es daran, dass vielleicht diese neuronalen Netze und diese Art dieser Layers im menschlichen Gehirn deutlich anders funktionieren oder ist es eher ein Größenproblem? Wo die Effizienz herkommt, weiß ich nicht genau. Die erste Antwort ist natürlich, es ist langsamer. Das menschliche Gehirn ist zwar stärker vernetzt, aber es arbeitet in einer langsameren Taktrate. Was uns offen, also das heißt, deswegen können wir auch nicht so schnell rechnen wie ein Rechner. Aber da, ne, und dann sieht man mal wieder, dass diese Geschwindigkeit für diese deterministischen Aufgaben sehr gut geeignet ist. Aber unsere Verzweigung, der große Vorteil ist, wenn es um das Gesamtbild geht, um diese sogenannte starke KI. Also genau kann ich es nicht sagen, also außer dass es ein biologisches System ist, und ja, und als solches eben nur diese Zellen eben nur einen gewissen Energiebedarf haben. Wie sie dann die elektrischen Impulse, das sind ja sehr kleine Impulse, erzeugen und dann weiterleiten und wie sie davon sich wieder erholen. Also jede neuronale Zelle, eine biologische Zelle hat ja auch eine Erholphase, die können nicht beliebig schnell hintereinander feuern. Das bedingt zum Beispiel, dass wir eben nicht so schnell denken können wie eine Maschine. Wie das genau zusammenhängt, das kann ich nicht sagen. Okay, vielen Dank. Damit übergebe ich an Lukas für die Publikumsfrage. Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Lukas Deuchler. Ich bin Doktorand in der theoretischen Physik und ich werde gemeinsam mit Monja heute die Fragen stellen. Monja, jetzt darfst du dich vorstellen. Genau. Ich bin Monja aus der Materialwissenschaft und ich möchte gleich einmal mit der ersten Frage einsteigen. Eine kleine persönliche Frage an dich. Okay, du als Informatiker findest es wahrscheinlich leicht, aber ist es grundsätzlich schwer, ein neuronales Netzwerk zu programmieren oder
ist es grundsätzlich simpel. Man braucht nur die richtigen Daten zum Trainieren, zum Füttern. Was ist schwerer? Ich würde sagen, ein neuronales Netz zu trainieren als solches ist total leicht. Da muss man nicht nachdenken. Das Problem ist, man kriegt nichts Vernünftiges raus im Allgemeinen. Und dann wird es schwer. Das heißt, ein Netz gut zu trainieren, das ist nicht leicht. Also was meine ich damit? Das klingt vielleicht ein bisschen kryptisch. Die Sache ist erstens die der richtigen Daten. Man braucht der Datensatz, den man verwendet, das kann nicht ein beliebiger Datensatz sein. Erstens muss er diese Information enthalten, die man auch zum Schluss auswerten möchte, implizit auf irgendeine Art und Weise. Dann muss der Datensatz mit seinen Instanzen, wenn es zum Beispiel um Klassifizierungen geht, möglichst eine geschickte Verteilung haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Hundebilder lernen möchte, kann ich das Netzwerk nicht nur mit Hundebildern füttern, weil dann wird das Netzwerk einfach immer Ja ausgeben und wird da meistens dann richtig liegen, was das Trainingssatz was den Trainingssatz angeht. Also das heißt, die Daten, mit denen ich mein Netzwerk füttere, müssen einer gewissen Verteilung gehorchen, wie sie dann auch in den Anwendungsfällen dann in der Anwendung, in der Realität entspricht. Das ist gar nicht so leicht, immer das so sicherzustellen. Dann muss das Netzwerk selber eine gewisse Kapazität aufweisen. Das heißt, die Architektur muss genügend groß sein, also genügend viele Schichten, genügend viele Neuronen, um dann die Verarbeitung auch so durchzuführen, wie man das möchte. Das hängt dann sehr stark von der Fragestellung ab. Und das alles wird verkompliziert durch den Fakt, dass es dazu kein Kochrezept gibt. Was ist die richtige Größe eines Netzwerkes? Was sind die richtigen Daten? Das ist alles immer sehr, sehr abhängig vom Anwendungsfall. Man muss da viel probieren und mit Erfahrung arbeiten. Und das wirklich Böse ist auch, dass so ein Netzwerk immer eine Antwort ja gibt. Ja, also auch wenn ich es gut auf meinen Trainingsdaten gute Antworten erhalte, dann heißt es aber nicht, dass diese Antworten auch sinnvoll sind, wenn ich sie dann mit in die Anwendung bringe, das heißt mit neuen Daten füttere, wo ich dann wirklich vorher nicht weiß, was da rauskommen soll. Also das sind so die Probleme, auf die man stoßen kann oder auf die man stößt eigentlich und die das Ganze so ein bisschen beschäftigen. Das heißt, nein, es ist überhaupt nicht leicht, ein Modell von Grund auf aufzubauen. Deswegen werden auch viele Modelle wiederverwendet. Also zum Beispiel bei der Bilderkennung, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Kategorie einführen möchte, um etwas auf einem Bild zu erkennen, dann wird man nicht mit einem völlig neuen Netzwerk anfangen, sondern man nimmt ein bestehendes Netzwerk her, kann die hinteren Schichten zum Beispiel wieder löschen oder eben mit zufälligen Werten belegen und dann den Trainingsprozess anfangen, sodass man eine gewisse vorgelernte Eigenschaften schon behält, aber dann nur noch sozusagen die letzten Schichten im Prinzip anpasst an den eigenen Anwendungsfall. Das ist zum Beispiel so eine Methode, die auch gerne angewendet wird, dass man da Dinge wiederverwendet dann auch, die man vorher hatte. Okay. Könnten Sie noch mal eine Folie zurückgeben? Es gab eine Frage, dass... Das noch ja, was gerne. Ups, jetzt habe ich diese. Danke. Ich glaube, ja. Willst du dann weitermachen, Lukas? Ja, sehr gerne. Sie haben das GPT oder du hast das GPT-3 gezeigt. Und wenn man dem jetzt Fragen stellen kann, dann kam eine Frage. Es gibt ja das berühmte Buch Per Anhalter durch die Galaxis, in dem die Frage an den Supercomputer Deep Thought gestellt wird nach dem Leben, dem Universum und allem anderen. Weißt du zufällig, was da GPT-3 ausgibt? Das ist eine hervorragende Frage. Ich habe das aber nicht ausprobiert. Das weiß ich tatsächlich nicht, was GPT-3 dazu sagen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die richtige Antwort gibt. Weil 42, ne? Was ja, genau, 42. Das hat er bestimmt gefunden irgendwo. Das hat er bestimmt. Das wird garantiert, taucht das gerade im Internet bestimmt ziemlich häufig auf. Insofern denke ich, die Korrelation wird hergestellt werden. Aber im Anhalter durch die Galaxis war die ganze Welt ein Computer. Und das passt so sehr gut zu dieser Folie. Es könnte sogar sein, dass wenn wir eine gewisse Intelligenz künstlich bauen wollen, wir wirklich die,
die in den Energiebedarf der ganzen Welt da reinstecken müssen, um 42 rauszukriegen. Für diejenigen, die sich jetzt hier im Zoom haben anmelden müssen, da muss man ja oft dann auch klicken, dass man ein Mensch ist, indem man irgendwelche Bilder unterscheidet, manchmal irgendwie auf die Bilder klickt, was ist eine Ampel, was ist ein Zebrastreifen. Kannst du da kurz erklären, wie das funktioniert und warum ich als Mensch eigentlich immer denke, ist das Bild jetzt noch, die Ampel jetzt noch Teil des Bildes oder muss ich das klicken oder nicht? Hast du da eine Erklärung für die vielleicht einfaches? Naja, also die diese Art von kleinen Tests, die können, das ist natürlich, da kann man einfach eine Bilddatenbank nehmen und man schneidet alle Ampeln raus. Ampeln kann man relativ gut erkennen, dafür gibt es trainierte Netze. Und die sind aber, und dann wird so eine sogenannte Bounding Box drum gelegt, also so ein Kästchen in diesem Bild, da kann ja noch mehr drauf sein, aber die Ampel wird sozusagen ausgeschnitten und dann kann man die in so einen Quiz quasi reinfügen. Und dann einfach davon ausgehen, dass das Netz schon das richtig gemacht hat und der Mensch, der wenn er vorsitzt, der muss dann auch da drauf klicken, weil man davon ausgeht, dass der Mensch das ähnlich sehen würde. Und manchmal ist aber dieser Ausschnitt, der ist ja nicht menschengemacht, sondern ist durch so eine Maschine, ne, kann der erzeugt werden. Dann kann das auch mal ein bisschen verschoben sein und da kann es auch mal einen Fehler geben. Ja, auch diese Erkennung von Ampeln oder Zebrastreifen oder was ist noch beliebt, ich glaube so Autos oder Fahrräder, Schulbus oder irgend sowas. Schulbus, ja. Genau, die ist auch nicht immer hundertprozentig korrekt und deswegen kann man das auch wiederholen bisweilen. Also das liegt dann nicht an einem selber unbedingt, sondern an der Art und Weise, wie diese Bildchen da reingepostet wurden und mit welcher Information die hinterlegt wurden. Aber dann könnte doch ein Informatiker wie du ein neuronales Netz schreiben, was sich das aussucht und dann an der richtigen Stelle Klick macht, oder? Ja, absolut, absolut. Ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die das machen und das ist immer so ein kleiner Wettlauf. Also wenn der Missbrauch Überhand nimmt, dann wird man versuchen, wieder neue Art von Capture zu erzeugen, für die es noch kein trainiertes Netz gibt. Ja. Aber irgendwie müssen diese Captures dann auch, also diese heißen Captures, diese kleinen Dinger, die müssen dann auch irgendwie automatisch erzeugt werden, weil das skaliert natürlich nicht, dass da irgendjemand da sitzt und immer solche kleinen Bildchen zusammenfügt, nur damit wir hier uns auf Zoom einloggen können. Ja. Aber das stimmt. Also es gibt auch einen Wettstreit immer bei solchen Angriffsverteidigungsszenarien. Was ich überhaupt nicht gezeigt habe in diesem Vortrag, ist auch das, womit wir uns auch persönlich in unserer Forschung so ein bisschen beschäftigen, sind sogenannte adversariale Angriffe auf Netzwerke, gerade so bildverarbeitende Netzwerke. Was heißt das? Und zwar ist das, kann ich ein Netzwerk, bleiben wir bei den Hunden, und ich möchte jetzt einfach, dass dieses Netzwerk einen Fehler macht, und zwar hundertprozentig Fehler macht. Ich gebe dem ein Bild, wo jeder von uns Menschen sagen würde, eindeutig ein Hund. Und ich möchte aber das Bild so manipulieren, dass das Netzwerk mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also mit fast 100% Wahrscheinlichkeit, ausgibt, es ist eine Katze oder Elefant von mir aus. Irgendwas anderes. Und das geht sehr gut sogar. Man kann diese Netze sehr gut aufs Kreuz legen, wenn man sie gezielt manipuliert. Dazu nimmt man so ein Trainingsbild zum Beispiel von so einem Hund. Das wird korrekt klassifiziert. Ich gebe es rein, das Netzwerk sagt Hund, alles gut. Und dann gibt es einzelne Bildpunkte, die ich verändern kann in diesem Bild des Hundes, die wir als Menschen gar nicht wahrnehmen würden. Da wird ein Bildpunkt wird mal ein bisschen heller gemacht, der andere wird ein bisschen grüner gemacht und mal wird ein bisschen was verschoben. Für uns ist es nach wie vor ein Hund und für das Netzwerk ist es was drastisch anderes. Dieser Effekt ist bekannt schon seit langer Zeit und wir bei uns haben da so einen kleinen Abwehrmechanismus entwickelt, wie man das versuchen kann, dieses Problem so ein bisschen zu beheben. Dann gibt es wieder neue Angriffe, die dann wieder unseren Abwehrmechanismus aushebeln und so weiter. Das geht so ein bisschen hin und her. Aber diese Art von provozierten Fehlklassifikationen, die kann man einfach aus einem Netz heraus extrahieren sozusagen. Und dann versuchen, in einem realen Angriff irgendwie zu verwenden. Das ist nicht ganz so einfach in der realen Welt, das so hinzukriegen. Aber das ist so eine Eigenschaft von solchen Netzen, die einfach da ist. Was wiederum zeigt, dass diese Netze nichts verstehen, dass sie einfach nur irgendwelche Korrelationen ausführen. Und dass eben
diese Funktion, die wir da approximieren, die Funktion, die heißt, das ist ein Hund, die ja unbekannt ist, dass die auch nur sehr unvollständig approximiert wird durch unser Netzwerk, also nur unvollständig angenähert wird durch unser Netzwerk. Wir können immer Fälle finden, wo wir dieses Netzwerk dann aufs Kreuz legen, sozusagen. Und solche Phänomene gilt es natürlich zu beachten, wenn wir jetzt ein System bauen. Deswegen wird auch kein vernünftiger, Medizingerätehersteller oder Fahrzeughersteller solche Netze in der optischen Erkennung ganz naiv einbauen und sich nur darauf verlassen, was dieses Netzwerk sagt, sondern es wird immer noch Sicherheitsmechanismen geben, die mit eingebaut werden. Also wie kam ich jetzt darauf? Genau, dieses Angriffsverteidigungsszenario, dieses Spielchen setzt sich fort, so wie man es auch schon aus der IT-Sicherheit kennt, mit Hackern versus Systemadministratoren zum Beispiel. Gut, ich mache mal weiter mit den nächsten Fragen aus dem Publikum. Und zwar zum Thema KI. Wie klein können KI-Systeme gemacht werden? Die meisten Anwendungen am Verbraucher werden bisher ja via Internet an ein Rechenzentrum geleitet, um überhaupt den Input zu verstehen, bevor Alexa als Output das Licht einschaltet. Mhm. Und gibt es bereits überhaupt Ansätze, wie man eine starke KI realisieren könnte, beziehungsweise gibt es bereits eine in sehr kleinem Maßstab? Also letzteres kann ich einfach verneinen. Also mir ist das zumindest nicht bekannt, dass es irgendetwas in Richtung starker KI gäbe. Und ich denke, wäre das einigermaßen erfolgreich, auch nur annähernd erfolgreich, hätte das schon große Wellen geschlagen, weil das wäre ein echter neue Qualität sozusagen. Und selbst GPT-3 hat man so ein bisschen diese Eigenschaften einer starken KI zugeschrieben, aber ich muss sagen, oder ich habe versucht hier zu zeigen, dass das nicht ganz so ist. Also dass es wirklich auf bestimmten Gebieten sehr gut funktioniert, dieses System, auf anderen absolut schlecht, also katastrophal, was da für Ausgaben rauskommen. Und sind diese Systeme ganz allgemein zu sehen. Wir müssen immer schauen, welches konkrete Anwendungsgebiet haben wir für den Einsatz dieser KI. Und konkretes Anwendungsgebiet heißt, dass die Umgebung sehr gut definiert ist. Nehmen Sie das autonome Fahren. Das funktioniert natürlich gut auf der Autobahn bei Sonnenschein und 130 km/h. Da können Sie jetzt schon locker das Lenkrad loslassen. Also nicht bei Ihrem Auto, sondern bei bestimmten Autos. Niemand darf das Lenkrad loslassen. Ja? Aber das geht. Man kann bestimmte Tumoren jetzt schon sehr gut klassifizieren auf bestimmten Röntgenaufnahmen. Aber man kann den Arzt nicht ersetzen. Man kann mit diesem GPT-3-System ganze Blog-Einträge über ein triviales Thema schreiben, aber man kann keine wirklich tiefen Texte damit erzeugen. Was ich damit sagen will, ist, dass diese KI, dieses maschinelle Lernen, ein Werkzeug ist, was zwar neu ist, aber was nichts weiter ist als ein Werkzeug, so wie früher normale Computer mit programmierter Software Werkzeuge waren, so wie der Elektromotor ein Werkzeug ist oder die Dampfmaschine ein Werkzeug ist. Als das alles aufkam, da hat man riesige Fantasien gehabt, was denn jetzt möglich wäre. Ja, man kann, was weiß ich, als das erste Flugzeug auskam und die ersten Raketen entwickelt wurden, dachte man, man kann zum Mond fliegen sofort. Ja, das hat aber eine Weile gedauert. Oder man kann ich kann mich erinnern, in den 50er Jahren, mit Atomkraft betriebenen Fahrzeugen umherfahren, muss nie mehr tanken. Ja, man hat so einen kleinen Reaktor hinten drin. Also solche Dinge stellt man sich dann immer vor, bis man dann die realistische Einschätzung bekommt, was mit dem neuen Werkzeug möglich ist. Und so ähnlich ist es mit der KI. Wir sind immer noch in der Phase, wo wir diese Fantasie haben und manchmal auch die Angst haben, was damit alles gemacht werden kann. Aber wir haben noch nicht hundertprozentig gelernt, wo wir dieses Werkzeug einsetzen und wo wir es besser lassen oder wo es eben noch nicht einsatzfähig ist. Um nochmal darauf zurückzukommen. Was würdest du denn sagen, welche Jobs zum Beispiel gefährdet sind oder welche werden wahrscheinlich nicht gefährdet sein von künstlichen Intelligenzen? Also was zum Beispiel durch KI sehr gut erledigt werden kann, sind sogenannte Routineaufgaben, wo man immer wiederkehrende, leicht abgewandelte Aufgaben hat, immer wieder dasselbe tun muss. Was weiß ich, Werkzeugprüfung. Ja, Sie haben ein Laufband, da fahren dann irgendwelche Werkstücke vorbei und sie sollen prüfen, ob da Kratzer drauf sind. Ja, das geht hervorragend mit einer KI. Mhm. Und das ist auch gut so, dass das dann mit einer KI funktioniert.
Es gibt, man sagt, dass so etwa, was weiß ich, ein relativ großer Prozentsatz an Jobs durchaus durch KI gefährdet werden kann. Zum Beispiel Anwaltskanzleien könnten wesentlich kleiner werden, wenn man sogenannte Legal Tech einsetzen würde. Also wenn man im Prinzip schon legal, juristische Texte vorbereiten könnte durch irgendwelche KIs. Sie wird aber nie den Anwalt als solchen ersetzen, der zum Schluss immer noch das Ganze ausführen muss. Was war der jetzt besser bei so einem KI-erzeugten Text, als wenn man nur eine Vorlage nutzt? Naja, der Arbeitsaufwand einfach, der wird verringert. Ja. Genauso auch, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Untersuchung von Aufnahmen aus der Medizin, wenn im Prinzip eine KI schon mal vorklassifizieren kann, wo denn kritische Stellen sein könnten in der Aufnahme, dann muss der Arzt nur noch da drauf gucken, zum Beispiel, um dann zum Schluss wirklich zu sagen, naja, das macht Sinn oder macht keinen Sinn. Drauf gucken ist Also, vielleicht auch ein gutes Stichwort. ich wollte noch auf eins antworten, bevor es untergeht, weil das jemand gefragt hat, was denn mit der kleinen KI ist oder wie klein kann es denn werden, das bevor es untergeht. Definitiv haben wir schon KI in unserem Handy hier. Ne? Da sind schon KI-Systeme drin. Und die Frage ist immer, wie groß sozusagen diese Modelle sind, die man da einbringt. Die gibt es in verschiedensten Größen für die verschiedensten Aufgaben. Es gibt ganz kleine Netzwerke, die zum Beispiel helfen, was weiß ich, eine Waschmaschine zu steuern oder so, was das Programm angeht. Und es gibt ganz große Modelle wie dieses GPT-3. Aber selbst das braucht in der Anwendung wesentlich weniger Energie als beim Lernen. Das darf man nicht vergessen. Gelernt werden muss auf großen Rechnern im Allgemeinen und angewendet werden kann es in kleinen. Und das gibt eben einen ganzen Forschungszweig, der sich mit sogenannter Edge AI beschäftigt. Edge, das sind die Geräte am Rande, also diese kleinen Sensoren, diese kleinen Handheld-Geräte, die nicht die großen Rechner im Internet darstellen, sondern die im Prinzip so die Endgeräte sind, auf kleinste Art und Weise, dass man auf denen schon kleine KI-Modelle applizieren kann, die mit dem bisschen Energie auskommen, die nicht viel leisten, aber zum Beispiel irgendein Datenvolumen schon mal vorverarbeiten, um dann weniger übertragen zu müssen dann an den Hauptrechner oder so kleine Aufgaben schon machen können. Habe Also ich das heißt, es das gibt es in verschiedenen Größen, ja. richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden, dass man im Prinzip auf einem großen Server eine KI vortrainieren könnte und dann dieses Netzwerk, was da sich entwickelt hat, das kopiert man auf sein Handy und das auf dem Handy muss ja nicht mehr trainiert werden. Das heißt, Genau. dort kann es dann einfach angewandt werden, diese KI, und braucht nicht mehr so viel Energie und kann Genau, auch richtig. deutlich kleiner sozusagen und energiesparender sein. Ja, genau. Also es gibt auch einen weiten Forschungszweig, der sich allein mit der Kompression von solchen Modellen beschäftigt. Also kann ich Neuronen rausschmeißen, die ich gar nicht brauche, die nicht so wichtig sind, ne, in meinem Netzwerk? Muss dieses Netzwerk auf meinem Handy dann immer noch mit dem großen Computer Nein. Rücksprache halten? Nein. Nicht Okay. immer, es kommt auf den Anwendungsfall an. Natürlich, was zum Beispiel diese Alexa-Sache, genau weiß ich nicht, wie sie es machen, aber also man kann lokal schon sehr gut Sprache erkennen, aber Alexa funktioniert ja nicht so. Das ist ja im Prinzip nur ein Sprachinterface an eine Suchmaschine. Und die eigentliche Frage, also wird vielleicht vorverarbeitet auf dem Gerät zu Hause, aber dann wird quasi eine ganz normale, in Anführungsstrichen normale Google-Anfrage gestellt, und dann sucht, was weiß ich, Google dann eben raus, wenn ich frage, wie heißt die Hauptstadt von Ghana? Na, und dann gibt es mir Accra zurück, zum Beispiel. Aber das ist nicht auf dem Gerät gespeichert. Okay. Also je nach Schwierigkeit verbindet man im Prinzip solche Edge-Geräte mit einer großen Cloud, oder manche Dinge kann man auch direkt auf dem Gerät ausführen. Du hattest gerade auch noch mal gesagt, dieses Lernen ist deutlich energieaufwendiger. Dazu passt vielleicht auch die Frage, wie energieaufwendig ist es, zum Beispiel Industrieprozesse durch KIs steuern zu lassen? Braucht man da eine sehr große Rechenleistung oder spart man eventuell sogar mehr Energie, als man verbraucht? Im Allgemeinen spart man Energie aus dem Grund, dass man die Prozesse effizienter gestalten kann mit solchen KI-Modellen.
in der Produktion. Und natürlich ist ja eigentlich jeder Betrieb darauf aus, Produktion effizienter zu machen. Es würde niemand KI einsetzen, wenn es zum Schluss mehr kostet an Energie. Irgendeinen Gewinn will man davon haben. Oder man steigert drastisch die Qualität seiner Produkte natürlich, was ja auch einen gewissen Kostenvorteil bringt. Naja, manche wollen vielleicht nur Arbeitskosten reduzieren, aber weil Energie noch billig ist, ist denen das egal. Also. Ja, okay, na gut. Also in dem Sinne, das kann sein, ja. Also dass man das einsetzt. Schlussendlich ist das aber, okay, das ist jetzt eine Frage der Reduktion der Kosten, das stimmt. Ich habe Richtung KI gedacht, wo wir zum Beispiel den Verbrauch von Rechenzentren an Strom zum Beispiel, den kann man durch den Einsatz von KI, der auf den Rechenzentren läuft, wiederum reduzieren. So in diese Richtung hatte ich jetzt erst gedacht, aber es stimmt natürlich, dass die Transformation in der Arbeitswelt dann auch Effizienzsteigerung, was die Automatisierung angeht, nach sich zieht. Was eine weitere Welle der Automatisierung ist, wir haben ja schon mehrere gehabt und das ist immer so weitergegangen, ne? Also vom Fließband über den Robotereinsatz bis jetzt auch zur KI. Das sind einfach ganz, aus meiner Sicht, ganz normale technologische Entwicklungen. Ich war neulich in einer Telefon-Hotline, wo die Hotline rein aus einer künstlichen Intelligenz bestand, die mir Fragen und Antworten genannt hat. Oder hatte auch neulich mit einer Airline zu tun, die auch nur per Chatbot geantwortet hat. Und ich hatte das Gefühl, das war alles relativ schlecht und die haben nie verstanden, was ich wollte. Weißt du denn, ob es da irgendwelche Regeln gibt? Also ist das gesetzlich gesetzt, was ab wann oder wie weit man noch sowas einsetzen darf oder nicht? Weil für mich war das ja eine Belastung, eine Beleidigung und einfach nur nervig. Ich hätte viel lieber mit einem Menschen geredet. Ja, also ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber da Vorgaben macht, was Hotlines angeht. Ich hoffe, das wird der Markt zum Guten richten in gewisser Weise. Also Unternehmen, die sich einen Service durch Menschen leisten, dann muss man natürlich als Verbraucher auch mehr bezahlen schlussendlich. Ja, dafür hat man dann auch einen Service. Ich bin zum Beispiel mit meinem Telefonanbieter sehr, sehr unzufrieden und werde demnächst wechseln, aus genau den Servicegründen, weil ich dann niemanden mehr an der Leitung habe. Das ist eine Rechtsfrage, die ich jetzt so nicht beantworten kann. Ich weiß aber, dass diese Chatbots natürlich auch, dass es da Entwicklungen gibt, die sie ein bisschen besser machen, in Anführungsstrichen. Aber wir sehen es ja selbst an GPT-3, dass sie irgendwann mal sicherlich auch eine Frage stellen werden, die ihr Service-Chatbot dann nicht beantworten kann. Es gibt ja auch in den Nachrichten, ich glaube vor 3 Jahren war das, als in China iPhones verkauft wurden, die man so mit einer Gesichtserkennung entsperren konnte. Und es gab ein großes Medienecho, weil iPhones die chinesischen Gesichter nicht unterscheiden konnten. Denkst du, dass sowas nur quasi eine Anfangskinderkrankheit ist oder wird man das irgendwo verbessern können? Und zum Beispiel verwendet man ja auch künstliche Intelligenzen in Banken, in Versicherungen, um Entscheidungen zu treffen, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Wenn die fehlerhaft sind, wenn die auch, ich sage mal, Chinesen nicht auseinanderhalten können. Kann man sowas noch erkennen oder ist man irgendwann, steht man davor und sagt, puh, wissen wir jetzt auch nicht. Ja, also definitiv werden diese Systeme besser. Was das Unterscheiden von chinesischen Gesichtern angeht, hat ja die chinesische Regierung uns schon vorgemacht, wie gut das kann. Leider, also das ist so deren Überwachungsproblem. Aber unabhängig davon werden diese Systeme ständig besser, wenn sie auch die entsprechenden Trainingsdaten haben. Und jetzt sind wir ja sofort natürlich auch in der Diskussion über den Einsatz der KI, auch in der ethischen Diskussion. Erstens ist das natürlich eine weitere Anforderung an Trainingsdaten, gerade wenn sie jetzt so etwas wie Gesichtserkennung oder eben auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, dass sie nicht nur das System gut anlernen, sondern dass sie auch eine ethisch angemessenen Verteilung aller Fälle sozusagen entspricht. Also gerade Medizinanwendungen, ja, das ist eben nicht nur, was weiß ich, mittelalte Männer die Daten hergeben dafür, sondern alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle
alle Krankheiten sozusagen oder alle Voraussetzungen, sodass man dann auch wirklich die gesamte Breite des Spektrums erfasst. Eine Frage ja, kam gerade rein, können die KI-Systeme weniger diskriminierend sein als die Trainingsdaten? Nein, können sie nicht. Sie können, aber wir können KI-Systeme mit guten Trainingsdaten bauen, die weniger diskriminierend sind als Menschen. Das können wir natürlich tun. Dann braucht es eben wirklich diese Sorgfalt beim Training. Und dann der Maschine ist es wurscht. Die kennt keine Diskriminierung. Die tut einfach nach wie vor. Sie korreliert einfach alles, mit dem sie trainiert wurde. Wenn man sie gut trainiert hat, dann haben wir eine quasi objektive Einschätzung. Die quasi Vorteile objektiv und Nachteile ist ja alle genau gleich. Diskriminierung, oder? Bitte? Quasi objektiv ist ja genau Diskriminierung. Wie quasi objektiv? Also das ist halt, also wenn wir zum Beispiel mit allen Gesichtern eine Gesichtserkennung trainieren, dann wird nicht mehr ein Gesichtstyp besser erkannt als ein anderer. Das meine ich damit. Also ich kann das jetzt auch noch technisch ein bisschen einschränken, was Feature-Armut angeht und so weiter, aber das ist völlig unbelanglos in diesem konkreten Fall. Ja. Genau, dann kam noch das Thema auf mit Kreditvergabe oder anderen. Was passiert, wenn wir ausgeliefert sind diesem System? Ja, erstens können wir uns darauf verlassen, wenn wir uns denen ausliefern, diesem System, also als Bankkunden zum Beispiel. Und was können wir tun, wenn jetzt die Maschine sozusagen, kommen wir in so eine kafkaeske Situation, ja, dass bei uns entschieden wird und wir gar nichts mehr tun können. Und das ist aus meiner Sicht kein technisches Problem, sondern es ist absolut ein Problem, wie wir mit der neuen Technik umgehen, wie wir uns dazu verhalten. Ja, wir mussten, als die ersten Autos gebaut wurden, mussten wir Straßenverkehrsregeln einführen und Regelungen, wie sich Autos mit Fußgängern, mit was ich Pferdekutschen und so weiter auseinandersetzen damals. Und das wird jetzt auch mit KI so sein. Darf ich denn so etwas Wichtiges wie die Kreditvergabe einfach automatisieren? Vielleicht darf ich es, aber muss ich dann nicht auch gleichzeitig eine Einspruchsmöglichkeit bereitstellen? Und da sicherstellen, dass dann ein Mensch meinen Einspruch prüft, zum Beispiel, dass ich mich eben nicht mehr einer Maschine ausgeliefert sehe. Also, und das sind Fragen der Anwendung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Diskurs, den wir haben in der Gesellschaft, sich dem zu stellen. Nur, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist, was wir dazu auch brauchen, um diesen Diskurs sinnvoll zu führen, ist eine gewisse Allgemeinbildung, was KI und Daten angeht. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir hier in Schleswig-Holstein langsam auch jetzt ein verpflichtendes Schulfach Informatik einführen, wo wir diese Dinge betrachten können. Und ich meine ganz bewusst Pflichtfach, weil es ein Teil der Allgemeinbildung sein soll. Jedes Kind soll in Zukunft einmal sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, nicht in irgendeiner Tiefe. Es soll auch kein Informatiker zum Schluss rauskommen, sondern aber jeder soll im Prinzip das Rüstzeug bekommen, um sich verhalten zu können gegenüber diesen Technologien und nicht glauben zu müssen, was einem andere sagen darüber. Dazu das passt ganz sehr gut diese Frage aus dem Publikum. Und zwar, welche Fragen muss man als Mensch lernen, um mit KI umzugehen? Oder anders gesagt, welche Fähigkeiten sollten in unserem Bildungssystem vermittelt werden, um zukünftig mit KI umzugehen und die Gefahren zu erkennen und das System sinnvoll zu nutzen? Reicht da ein Informatikunterricht aus oder... Also ich denke, das ist natürlich eine Kombination. Als Informatiker sage ich erstmal, naja gut, jeder muss Informatik können, dann werden wir schon einschätzen können. Ist natürlich eine etwas einseitige Sicht, wenn ich das so selbstkritisch sagen darf. Also ich denke, es gibt auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Medienkompetenz, die zu vermitteln, die jetzt nicht technischer Natur ist, sondern einfach zu sagen, okay, pass mal auf, da gibt es die sozialen Netzwerke, was man da postet, das bleibt da, dafür hast du keine Kontrolle mehr und so weiter, also sei vorsichtig, was du da schreibst und so weiter. Diese Art von Medienkompetenz zahlt da genauso ein wie das technische Verständnis. Wenn man jetzt fragt, was man da wissen muss, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da gibt es Menschen, die können das viel besser einschätzen als ich, Didaktiker gerade.
Ich würde sagen, ein gewisses statistisches Verständnis ist durchaus angebracht. Wir haben es hier mit statistischen Modellen zu tun. Also was heißt denn Wahrscheinlichkeit? Und vor allem, diese Maschine gibt mir eine Ausgabe, aber ich muss immer nachfragen, wie wahrscheinlich ist denn die, dass es, ist es denn, dass diese Ausgabe korrekt ist? Auch zum Beispiel, also dieses Hinterfragen können allein schon. Dafür muss man nicht Informatik studieren, aber das ist etwas, was man einem jungen Menschen vielleicht auch erstmal erklären muss, wenn man, ne, sonst immer hört, ja, der Computer hat es entschieden, der Computer hat es berechnet. Das ist die perfekte Maschine sozusagen, der perfekte Rechner. Ist er eben ganz genau nicht, weil er eben erstens von Menschen gebaut wurde und zweitens, weil, wie wir gesehen haben, dass kein System so leistungsfähig ist, dass es alle unsere Fragen zu 100% korrekt beantwortet, wenn sich nicht mal Menschen manchmal über die Korrektheit im Klaren sind. Also diese Art von ins Verhältnis setzen, das sollte man sich anschauen. Und ich denke, es schon auch hilft, auch mal zu sehen, wie sowas wirklich funktioniert. Warum soll nicht ein 14-jähriges Kind auch mal im Unterricht so eine kleine KI trainieren und gucken, was dabei rauskommt, wie sich das entwickelt? Oder wenn mal nichts rauskommt, ne, woran hat es gelegen, um das dann vielleicht zu ändern? Einfach spielerisch daran zu gehen. Das in den Lehrplan einzubauen, ich glaube, das würde unser Verhältnis dazu auch ein bisschen ändern. Und ich wollte noch eins sagen, es kam auch in dieser Frage so ein bisschen raus, was muss man denn wissen, um da weniger, was war es, Angst zu haben oder ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung war, oder weniger ausgeliefert zu sein. Ich würde auch fragen, was muss man denn wissen, um dem Ganzen positiv gegenüberzustehen, um zu gestalten? Und das ist ein bisschen unser Problem, was ich manchmal sehe. Wir fühlen uns auch so ausgeliefert, weil wir zu wenig selber gestalten können. Es ist schwierig, zum Beispiel große Internetkonzerne zu regulieren, wenn sie nicht den Sitz im eigenen Land haben, zum Beispiel. Das muss man sich mal klar machen. Sind wir denn wirklich vielleicht manchmal auch ein bisschen zu zögerlich, neue Techniken uns anzunehmen, um Vorreiter zu sein in der Entwicklung, damit wir es kontrollieren können, nicht damit wir die Gefahr vergrößern. Also Kontrolle zu behalten heißt zu gestalten aktiv und heißt nicht, sich ein Schutzschild aufzubauen. Wer ein Schutzschild aufbaut, hat meistens keine Kontrolle mehr, sondern ist nur noch in einer Abwehrhaltung. Das sind so die Fragen, die mich so ein bisschen umtreiben. Also ich würde mir wünschen, dass wir neue Techniken selber ausprobieren, damit wir sie besser dann auch mit nach unseren Werten gestalten können. Das mach du ruhig. Bei diesen künstlichen Intelligenzen, man spricht ja immer von künstlich und Intelligenz. Da stellt sich ja schon die Frage, du hast das jetzt so beschrieben, da nimmt man irgendwie ein Bild und schiebt es in die Maschine rein, rattert am Rad und dann kommt da irgendwie Hund oder Katze raus. Also wer oder was ist denn da eigentlich intelligent? Und warum nennt man das so? Es ist ja eher was Furchteinflößendes. Bei künstlicher Intelligenz denkt man ja schnell an Terminator und Maschinen, die die Welt übernehmen. Also warum eigentlich künstliche Intelligenz, wenn nicht auch einfach Bilderkennung ein Name wäre? Genau, richtig. Also das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr ungute Entwicklung. Also dieser Begriff, ich bin damit überhaupt nicht glücklich mit KI. So, den benutze ich auch nur, weil er eben jetzt allgemein als Begriff verwendet wird. Ich habe ja schon gesagt, das ist im Prinzip ein universeller Funktionsapproximator, was wir da machen. Aber diesen Begriff werde ich, glaube ich, keinen Erfolg, wenn ich den da verbreite. Ich glaube, das Ganze ist einfach historisch zu sehen. Diese Computer haben schon immer die Fantasie angeregt, diese Rechenmaschinen, die auf eine gewisse Art Dinge können, die sonst wir nur uns als Menschen vorbehalten haben, weil wir irgendwie die Krone der Schöpfung darstellen. Und als dann die ersten Computer schneller eine Multiplikation ausgeführt haben, als wir das auf Papier können, dann hat auch irgendwann mal so eine Fantasie eingesetzt, ja, wenn man das jetzt fortschreibt, diese Entwicklung, wenn die immer größer werden, immer schneller rechnen, was können die denn dann zum Schluss? Und das war schon damals in den 50er, 60er Jahren, wo dann die Leute auch geguckt haben, ja, wenn wir sind so technologisch drauf, können wir denn nicht auch biologische Systeme nachbauen? Und daher kam diese Analogie mit diesen Neuronen.
aus dem Hirn, weil man wollte das Gehirn besser verstehen und dann auch technisch nachbauen. Das war diese Zeit dieser Technologie, sehr großen Technologiegläubigkeit und Technologieaffinität auch. Und dann hat man jetzt so ein Modell, das ist so mehr schlecht als recht, also ne, so eine Nachbildung von diesen Neuronen. Ich habe ja versucht klarzumachen, dass das nicht wirklich die biologische Funktion des Neurons eins zu eins abbildet. Aber man hat ihm dann den Namen gegeben. Man hat gesagt, das ist ein künstliches Neuron, sieht so aus. Und dann hat man die vernetzt und dann hat man ein künstliches neuronales Netzwerk, weil unser Hirn ist auch ein, das ist ein biologisches neuronales Netzwerk. Und dann kam diese Assoziationsschiene, die ist nie mehr so richtig rausgegangen. Da kam dann diese Idee auf, naja, wenn man das Hirn nachbaut, dann auch natürlich die Funktion oder die Intelligenz des Gehirns, nur macht man es eben künstlich, also es ist eine künstliche Intelligenz. Und der Begriff hat sich gehalten, das ist einfach viel zu gutes Marketing. Also das mit künstlicher Intelligenz, da findet man Aufmerksamkeit bei jedem natürlich. Aber es ist in dem Sinne sehr, sehr unglücklich gewählt, weil es eigentlich nichts, nach meinem Verständnis, überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun hat. Und es auch gar nicht in die Richtung geht. Mhm. Es gab auch die Frage, was ist Intelligenz und was ist menschlich? Und oder anders gesagt, Sie haben das Beispiel des Schachspiels angesprochen, bei dem die KI dem menschlichen Spieler überlegen ist. Was denken Sie, in welchen Bereichen wird die KI dem Menschen zukünftig auch immer überlegen sein oder leicht überlegen sein? Und wird es dauerhaft Bereiche geben, in denen der Mensch der KI überlegen bleibt? Also, es ist natürlich auch wieder sehr schwer, weil ich jetzt so ein bisschen dazu gebracht werde, in die Zukunft zu schauen, was ich ja nicht so gut finde. zumindest nicht, wenn ich zitiert werden kann. Also ich denke, die KI, es ist sicher zu sagen, dass die KI in allen den Bereichen gut ist, in denen es um Routineaufgaben geht und in denen es um abgeschlossene Welten geht. Also wie zum Beispiel Schachspielen und Go-Spielen sind eigentlich, das sind gute Hingucker, das produziert Schlagzeilen, ist aber gar nicht so überraschend, dass da eine Maschine besser ist als wir, weil es einfach ein deterministisches, abgeschlossenes System ist. Die Umwelt ist zwar, also die Möglichkeiten, die da existieren auf dem Brett, wie die Figuren stehen, ist zwar sehr groß, aber das ist nicht mal annähernd so groß, also nicht mal wirklich, also nicht mal ein Hauch von einer Annäherung so groß, wie die Umwelt, in der wir uns bewegen und täglich zurechtfinden. Also wenn man solche abgeschlossenen Systeme hat, dazu zählt auch dieser Bereich, was ich sagte, bei gutem Wetter auf der Autobahn mit 120 umherzufahren, autonom, das ist kein Problem. Schlimm ist, wenn es anfängt zu regnen, wenn eine Baustelle ist, wenn irgendwie was anderes Unerwartetes passiert, dann und wenn man von der Autobahn runter will, dann passieren Dinge, die KI schnell überfordert. Also solche schön definierbaren, abgeschlossenen Umgebungen, wo Routineaufgaben oder leicht ausrechenbare Aufgaben entstehen, da kann die KI zum Beispiel sehr gut wirken, wozu auch Bilderkennung zählt aus meiner Sicht zum Großteil. Dann wirkt sie auch mal dann gut, wenn man nicht auf hundertprozentige Genauigkeit angewiesen ist, weil diese statistischen Modelle, die wir bauen, natürlich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gute Ergebnisse liefern, wenn sie gute Modelle sind, aber eigentlich nicht zu hundertprozentiger Genauigkeit. Modulo. Wo ist man auf hundertprozentige Genauigkeit angewiesen? Bitte? Wo ist man auf hundertprozentige Genauigkeit angewiesen zum Beispiel? Ja, zum Beispiel ein Kollisionswarnungssystem für ein Flugzeug. Ja. Na, da gibt es Regeln, die alle Fälle abdecken, nach dem Motto, kommt von schräg oben, kommt von links unten ein anderes Flugzeug mit der und der Richtung. Dann gibt es ein Regelwerk, das alle diese Fälle beachtet. Und dann muss man entsprechend ausweichen. Man hat das auch implementiert in einem neuronalen Netz, aber dann musste man hinterher durch mathematische Methoden nachweisen, dass es dieses Netzwerk immer hundertprozentig die korrekte Antwort liefert. Und das war nicht so eine klassische Anwendung der KI, wie wir sie hier sehen, sondern es war einfach nur eine Kompressionsmethode, wie man das Programm, was ansonsten ein paar Terabyte an Regeln sozusagen hatte, dann komprimiert in ein kleineres System, um energiesparender zu sein. Aber man musste einen hohen Aufwand betreiben, um wirklich sicher, also mathematisch nachzubeweisen, dass dieses System genau das tut, was vorher das Regelsystem auch getan hat. Das meine ich mit Spezialfall. Ja, wo ist KI nicht gut einsetzbar? Alles das, was Kreativität oder was wir als Kreativität betrachten, da ist es nicht gut einsetzbar. Trotz dieser immer wieder aufploppende Nachrichten, oh,
ein Computer oder eine KI hat ein Bild gemalt oder ein Gedicht geschrieben oder ein Musikstück komponiert. Das braucht keine Kreativität, was da rauskommt. Das sind nach wie vor auch in gewisser Weise immer Korrelationen. Und ich habe noch nicht gesehen, dass wirklich ein Gedicht, das mich berührt hat, aus so einem Computer kommt zum Beispiel. Oder ein Bild, vor dem ich, ne, das mir nicht das Gefühl gegeben hat, ich hätte so etwas noch nie gesehen. Das ist ja das, was Kreativität in der Kunst zum Beispiel ausmacht. Etwas zu schaffen, was bisher noch nicht da war. Deswegen ist ja manche Kunst auch so unverständlich, ja, weil manche meinen, das kann ich auch. Ja, als Zweiter schon, aber nicht als Erster. Und also ich denke, diese Bereiche oder eben auch Bereiche mit einer offenen Umwelt, wie ich schon sagte, also wenn wir hier uns in der Natur oder in einer normalen Stadt bewegen, dann gibt es zu viele Sonderfälle, als dass eine KI das aus meiner Sicht in absehbarer Zeit gut managen könnte. Sind denn diese Videos, wo auf ein Gesicht was anderes gemacht wird und wo man dann plötzlich irgendwie US-amerikanische Präsidenten irgendwas reden hört, was sie nie gesagt haben und wo es eigentlich auch alles Lüge ist, das sind auch künstliche Intelligenzen, oder? Ja, genau. Das sind aber auch solche, da wird eben das Gesicht oder die Stimme des einen mit dem Ausdruck des anderen korreliert in gewisser Weise, wenn ich es mal so sagen darf. Ist alles. Es sind super Sachen aus Informatik. Ich finde es immer total toll, was da möglich ist. Das ist auch alles nicht trivial. Aber das ist aus meiner Sicht nichts, was eine Intelligenz ist. Man kann es auch häufig sehen, also nicht sehen, sondern erkennen mit einer anderen Maschine, dass da eine Intelligenz, dass das kein echtes Video ist. Darf ich nochmal eine technische Frage dazwischen schieben? Ja. Um mal das Thema etwas zu wechseln. Das Beispiel, dass man jetzt hier die GPT-3 irgendwelche unsinnigen Fragen gestellt hat und natürlich dann auch falsche Antworten gekriegt hat, ich meine, das ist schon ziemlich schockierend, muss ich mal sagen. Jeder, der ein Programm schreibt, ohne dass es KI ist, weiß, dass, wenn ich jetzt irgendwie die Bewegung der Planeten ausrechne um die Sonne, dass ich sicherstellen muss, dass die Eingabedaten halbwegs vernünftig sind und konsistent sind. Also ich muss zum Beispiel abfangen, dass die Planeten nicht zu einer Anfangszeit mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen oder sowas. Das heißt, ich muss den ganzen Input-Datensatz durch viele Tests absichern. Und wenn die Tests nicht erfolgreich sind, wenn irgendjemand was Idiotisches eingibt, werde ich mein Programm nicht starten lassen. Das ist doch eigentlich ein Satz von Fragen, der hier genauso eigentlich steht. Und wieso haben die Leute das nicht gemacht? Wieso hat man im Prinzip alle idiotischen Fragen hier zugelassen, ohne solche Tests zu machen? Ist natürlich viel komplexer, ist völlig klar. Aber es ist ein gewisser Größenwahn, würde ich mal sagen, schon in dem Ding drin, dass man alle Fragen zulässt. Ne? Also um zu wissen, welche Frage Sinn macht und welche nicht Sinn macht, muss man die Frage verstehen. Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit. Ja, aber so zeitliche Korrelation, dass irgendwas, dass es Präsidenten nicht vor Gründung der USA geben kann. Ja, ja, aber da haben wir nach Präsidenten gefragt. Ne? Wir hätten, also das ist hier ist es relativ leicht zu sehen. Natürlich, man könnte sagen, ja, jetzt haben wir hier ein Verb in der Vergangenheit und die Zeit liegt in der Zukunft. Egal, was dazwischen steht, ne? Das könnte eine Inkonsistenz sein. Man hat auch gemerkt, dass man sehr konsistente Sätze, die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, den GPT-3 stellen kann, dass es nicht gut zählen kann zum Beispiel. Also auch diese neuronalen Netze sind unglaublich schlecht, wenn es ums Rechnen geht. Bei großen Zahlen, bei kleinen Zahlen schon, weil die korrelieren das einfach weg, aber bei großen Zahlen nicht. Ja, also man hat zum Beispiel GPT-3 gefragt, was ist der Vorgänger von 100? Dann sagt 99. Was ist der Vorgänger von 1000? 999. Was ist der Vorgänger von 1 Million? Und da hat es, glaube ich, ausgegeben 900.099. Was eine falsche Antwort ist. Aber das zeigt so, dass es halt, also wo das System anfängt, auseinanderzufallen in gewisser Weise. Ja. Also in der Physik, ich würde auch sagen, ohne dass ich dir jetzt zu nahe treten will, aber Physik ist für mich noch ein relativ abgeschlossenes System. Ja. Zumindest, ne, wenn es um Planetenbewegung geht, sowieso, da brauchen wir ja auch keine KI. Aber ich denke, da lässt sich relativ leicht Sinn von Unsinn unterscheiden häufig. Würde ich jetzt mal als Nicht-Physiker sagen. Aber bei diesen Texten ist es schon schwierig.
Wie ist das jetzt praktisch, wenn die von solchen unsinnigen Reaktionen erfahren haben? Haben die das gefixt im Programm sofort oder? Das weiß ich nicht. Eigentlich dürften sie es nicht gefixt haben. Na, Moment. Weil sie dann natürlich Sonderfälle in das System einbauen müssten. Aber der ganze Clou ist ja, dass es ein Generalist ist, dieses System. Das heißt, dass ich eben nicht explizit einzelne Fälle ausschließe, erkenne und ausschließe. Was es natürlich gibt, ist die Technik des sogenannten adversarialen Lernens. Das heißt, man versucht das System, also man lernt es an, ganz normal. Man versucht es aufs Kreuz zu legen, wie mit diesen Fragen. Und wenn es dann die falsche Antwort gibt, dann trainiert man es nach und sagt, naja, okay, das ist jetzt eine ganz normale Eingabe und das ist mein Trainingsdatenset. Du musst es aber anders kategorisieren. Ob die das bei dem GPT-3 gemacht haben, glaube ich fast nicht, weil das ist eher ein linguistisches System, da geht das nicht so leicht, aber zum Beispiel bei diesem Hundefoto-Ding kann man das ganz gut machen, ne? Dieses adversariale Lernen. Ich erzeuge ich erzeuge extra ein wirklich schwierig zu erkennendes Bild und gebe das als Eingabe, um dann dem System zu sagen, okay, also den Fall, den lernst du jetzt auch noch mit, sozusagen. Okay, Dankeschön. Ja. Eine Zuschauerfrage war, wenn man jetzt ein neuronales Netz trainiert und die Daten möglichst nicht diskriminierend waren, es geht, glaube ich, noch um diese Bilderkennung mit Ja. in China, muss man dann noch testen, ob ob die KI trotzdem noch diskriminierend ist oder kann man dann davon ausgehen, dass sie das nicht mehr ist? Das ist mir zu unspezifisch, die Frage. Da bräuchte ich jetzt einen Also angenommen, ich habe Format. ein Trainingsset und das Trainingsset ist eine tolle Repräsentation von Hunden und Katzen. Und jetzt trainiere ich eine künstliche Intelligenz. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass es immer alle Katzen erkennt? Na, wahrscheinlich ist die Frage jetzt zu hart. Was Katze ist eine ist wahrscheinlich Antwort? schwierig, aber bleiben wir bei der Gesichtserkennung. Wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich eine realistische Repräsentation aller Physiognomien der Welt hätte in meinem Datensatz, etwa gleich stark repräsentiert, dann würde die Erkennungsrate in der Anwendung auch für alle Rassen gleich sein, für alle Typen, für alle Menschentypen gleich sein. Das wäre so. Die Frage ist, wenn mein Datensatz das hergibt. Und das ist nicht so trivial zu beantworten. Man lässt sich leicht fordern, dass der Trainingsdatensatz nicht diskriminierend sein soll. Das sicherzustellen ist eine ganz andere Geschichte. Das geht natürlich bei einfachen Sachen klar. Also es war natürlich ein Riesenthema in den USA, ne, dass zum Beispiel Gesichtserkennung bei farbigen Menschen halt schlechter funktionierte als bei weißen Menschen. Das lässt sich ganz leicht natürlich dann aushebeln. Aber man kann ja weitergehen. Was ist denn mit Brillenträgern? Oder was ist denn mit Leuten mit blauen Augen? Oder was ist denn mit Leuten mit einem langen Gesicht oder kurzen Gesicht? Also, oder wenigen Haaren, ja? Was ist denn, also das alles. Ne, eine Gleichverteilung über diese ganzen Features zu kriegen, das ist eben nicht so immer so offensichtlich. Wenn man eine KI hätte, die zum Beispiel auch Entscheidungen trifft, irgendwann in der Zukunft mal so eine Richter-KI oder so, da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass die nicht auch irgendwie rassistisch wird oder so, weil es in der Vergangenheit mal rassistisch gefällte Urteile gab, Genau. dass man da den Datensatz wirklich sauber hält. Ja, und jetzt kommen wir auf ein ganz schwieriges Terrain, ne? Also allein in der Gesellschaft, was denn sauber und was nicht sauber ist, selbst da gibt es ja auch Kontroversen, ne? Es ist nicht immer eindeutig, was gut und was böse ist, sozusagen, ja? Also zumindest gibt es da Diskussionen. Und das Erste, was zu sagen ist, ist nein, eine Maschine, egal wie gut oder schlecht sie ist, darf nicht über einen Menschen entscheiden, wenn es um so etwas wie einen Rechtsprozess geht. Das ist, also der Fehler liegt da in der Anwendung aus meiner Sicht. Das Zweite ist natürlich, und darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, Monja, dass es eben zum Beispiel Chatbots gibt, die einfach auf den Texten des Internet trainiert wurden und da waren sie natürlich übelst rassistisch, sexistisch und
und unanständig in dem, was sie gesagt haben, weil das die Daten einfach so denen antrainiert hat, natürlich. Und klar, da ist es natürlich sonnenklar, dass so eine naive Anwendung nur schief gehen muss. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass das auch nicht daran liegt, dass die KI schlecht ist, rassistisch oder sexistisch, sondern sie hält uns einfach nur einen Spiegel vor. Sie hält uns den Spiegel vor, wie sich die Mehrheit der Menschen, also sprich der Mehrheit der Daten produzierenden Menschen, sagen wir so, also der Daten, denn verhält. Und dann muss man sich sagen, naja, gut, okay, wir wollen ein System bauen, das eben sich besser verhält als der Durchschnitt, meinetwegen, in seiner Ausdrucksweise oder in seinem Verhalten, dann muss man dann auch die Daten entsprechend nicht naiv erheben und muss sie entsprechend einstellen. Es gab noch die Frage, KI ist zurzeit immer noch eine auf menschliche Programmierung zurückzuführende System. Besteht da nicht die Gefahr, dass Fehler sich innerhalb der KI wiederholen oder sogar verstärken? Und du würdest jetzt sagen, nee, das ist nur ein Spiegel von uns und es verstärkt sich nicht oder könnte ja, sich okay. auch verstärken? Also was heißt verstärken? Dass die KI sozusagen das gesellschaftliche Klima prägt, meinst du das? Indem sie zum Beispiel bestimmte Randgruppen diskriminiert, systematisch in ihrer Anwendung? Gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, wie die Frage gemeint war. Ich hätte sie jetzt eher so verstanden, dass beim Trainieren zum Beispiel irgendwelche rassistischen Merkmale oder so häufiger zu dem richtigen Trainingsergebnis führen und dass die KI dann sich häufiger rassistische Merkmale raussucht, als sie eigentlich da sind. Also diese Art der Programmierung von Computern kennt keinen Rassismus, kennt nichts Böses, kennt auch nichts Gutes. Das ist völlig wertfrei erstmal. Alles, was zum Verhalten dieses Systems führt zum Schluss, war vorher in den Daten. Alles. Also es gab hier noch eine Korrektur der Frage. Die Frage ist so zu verstehen, wenn in der Programmierung Fehler auftreten und nicht beim Training selber. Genau, ja, die Programmierung. Da wollte ich auch gleich nochmal drauf. Das ist ein guter Punkt, das zu unterscheiden. Also Programmierung, diese Netzwerke, ja, die zu implementieren, so nach dem Motto, dieses Pixel muss erst multipliziert werden, dann addiert werden und so weiter. Das ist das, was Programmierung ist, wie ich sie ganz zu Anfang vorgestellt habe, mit diesen Regeln. Ja? Also wenn das, dann tue jenes und dann rechne dieses aus. Wenn da Fehler drin sind, dann wirkt sich das auf die Funktionsweise des Netzes aus. Aus meiner Sicht wäre das wirklich schon ziemlich undenkbar oder nur sehr schwer vorstellbar, wie sich das dann auf unsere Kategorie, unsere menschliche Kategorie der Diskriminierung auswirken würde, positiv wie negativ. Es kann sein, dass eine gewisse Kategorie zum Schluss, weil ich eben irgendwo eine falsche Multiplikation ausführe, zum Schluss mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eine gewisse Kategorie rauskommt als eine andere. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig aus meiner Sicht, weil es ist sehr, sehr leicht, so ein Netzwerk zu trainieren. Das muss man auch einmal richtig machen. Diese Art von Framework, von Grunddatengrund, von Programmgrundlage zu legen, das kann man auch super gut dann verifizieren und sehr viel Energie reinstecken und Arbeit, um das wirklich die Fehler nach menschlichen Ermessen alle auszuschließen. Und dann kann man es beliebig skalieren, da kann man es für alle Modelle nehmen, für alle Trainingssituationen, sodass diese Programmierung dahinter, das meinte ich mit, der Computer funktioniert korrekt, gibt aber was Falsches aus, dann wirklich in den Daten und nicht in der Programmierung zu suchen ist. Also dass die Programmierung selber dann ein System zulässt, das einen gewissen Bias hat, dass die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich, aber sie ist extrem gering. Also etwas, also so gering, dass ich denke, wir haben dringendere Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, als an der.
Es gab eine Zuschauerfrage oder Zuschauerinnenfrage in Bezug auf, da hatten Sie gesagt, ja, man darf es nicht den Großunternehmen überlassen und man braucht mehr Kenntnis im eigenen Land. Da war die Frage, vielleicht ein bisschen provokativ, wie sind die Anreize in Ihrem Fach? Können Sie, ich glaube, Sie meint jetzt vielleicht Sie als Herr Professor oder Sie als Allgemeinheit der Informatiker in Deutschland, mit Forschungsresultaten punkten, welche sich speziell auf Deutschland, zum Beispiel deutschsprachige Corpora beziehen? Ich habe mich bisher nicht mit Systemen beschäftigt, die sich auf Corpora beziehen, also auf Texterkennung. Ich kenne Kollegen, die das sehr erfolgreich tun, auch international sehr erfolgreich tun. Der deutsche Korpus ist immer ein bisschen kleiner als der englische, zwangsläufig in gewisser Weise. Aber ich denke, wir haben da auch sehr gute Forscher und auch sehr gute Resultate. Woran es uns mangelt, und das meinte ich vorhin mit diesem selber Vorangehen, ist die Umsetzung in der Wirtschaft. Und damit meine ich, das ist nicht zu vernachlässigen, weil das heißt schlussendlich Umsetzung in der Gesellschaft. Was wir an der Universität betreiben und diese Forschung, die ist gut und schön. Aber wann haben wir denn einen Impact in die Gesellschaft? Natürlich durch unsere Veröffentlichungen, aber nicht, wenn es darum geht, große Institutionen zu bauen, Geld zu akkumulieren, um dadurch ein großer Konzern zu werden und dadurch schlussendlich auch Einfluss zu haben, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, sondern das passiert nur und ausschließlich durch die wirtschaftliche Verwertung. Das muss man sich klar machen. Da helfen auch die schönsten wissenschaftlichen Papiere nichts. Wenn ein Konzern wie Facebook zum Beispiel so viel Geld hat, dass die im Prinzip sich alles leisten können, dann passiert da ein Wechsel in der Qualität dessen, was man an Einfluss hat. Und das meine ich damit, dass diese Art von Einfluss, die aus schierer ökonomischer Größe entsteht, den Einfluss, den man durch seine wissenschaftliche Arbeit hat, in gewisser Weise auch natürlich überstrahlen kann, beziehungsweise einen größeren Einfluss in der Gesellschaft haben kann. Siehe Wahlen in den USA zum Beispiel, siehe die Diskussion um Meinungsfreiheit dort wie hier, siehe Diskriminierung und so weiter und so fort. Diese Einflüsse, die werden durch diese große Ansammlung von Marktmacht beeinflusst und bestimmt. Und da können wir uns auf den Kopf stellen und noch so viel forschen. Diese Art von Einfluss haben wir nicht mehr. Weil eben ich überspitze jetzt natürlich, weil natürlich diese Art von großen Unternehmen eben woanders geschaffen wurde, wo man eben nicht so leicht Zugriff drauf hat. Das meinte ich damit. Also das heißt nicht, dass wir als Forscher da irgendwie hinterherstehen. Wir stehen aus meiner Sicht so ein bisschen, und auch das ist jetzt sehr holzschnittartig formuliert, wir stehen als Verwerter der Forschungsergebnisse hintendran. Ja, danke für die ausführliche Antwort auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Zeit ist schon recht fortgeschritten und wir stellen noch ein, zwei kurze, knackige Fragen und dann beenden wir die Diskussionsrunde. Ich finde diese Frage hier zum Beispiel noch sehr interessant. Wie viel künstliche Intelligenz steckt im globalen Aktienmarkt? Kannst du dazu was sagen? Wie viel Intelligenz im Aktienmarkt steckt? Wie viel KI? Wie viel künstliche KI? Intelligenz? Künstliche so. Intelligenz. Ob da überhaupt da habe ich ehrlich gesagt keinen Einblick, aber ich bin mir sicher, dass es natürlich Systeme gibt, die versuchen da, also der ganze Aktienmarkt, wenn er auf, also alle, okay, alle kann ich nicht sagen, aber
Mein begrenzter Einblick in den Aktienmarkt, wie er funktioniert, in meinem Verständnis, basiert er sehr stark auf Korrelationen, auf Erfahrungen. Und ich denke, das ist der perfekte Anwendungsfall für solche Trainings von neuronalen Netzen. Das Problem ist, dass Korrelation nicht ausreicht, um den Aktienmarkt zu verstehen, weil sobald alle die gleichen Möglichkeiten haben, sich wieder der Markt ändern wird, weil dann zu sehr in eine Richtung gegangen wird. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich bin mir sicher, dass es Systeme gibt oder ja, Systeme gibt, die diese KI einsetzen, ist aber aus meiner Sicht gar nichts Besonderes oder Besorgniserregendes in gewisser Weise. Die Gefährdungen des Aktienmarktes, des automatischen Handelns mit Aktien über Computer liegen ganz woanders, die liegen nicht in diesen KI-Systemen. Würdest du denn dein Leben einer KI anvertrauen, was zum Beispiel dein Auto fährt? Ich habe es in gewisser Weise schon mal gemacht, aber ich habe dann auch schnell wieder ans Lenkrad gefasst. Das war einfach nur so ein Spurhalteassistent, was eine KI ist. Da steht so ein neuronales Netz dahinter, unter anderem, nicht alleine. Mhm. Habe ich mein Leben schon dem anvertraut? Das ist eine gute Frage, weil ich weiß gar nicht, wo überall die KI drin steckt. Ich bin jetzt vor Corona relativ viel auf Dienstreisen unterwegs gewesen und in modernen Flugzeugen könnte man erwarten, dass gewisse Funktionen, ja gut, die Zulassungsprozesse sind sehr lang, vielleicht da noch nicht so sehr. Das ist eine gute Frage, vielleicht das nächste Mal beim Arzt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Angst, mein Leben einer KI anzuvertrauen, weil ich, also genauso viel und genauso wenig Angst, wie ich momentan habe, mein Leben einem technischen System als solches anzuvertrauen und nichts weiter als eine KI. Es ist nichts weiter als eine andere Art von technischem System, so wie wir sie immer wieder neu entwickelt haben im Laufe der Menschheit. Und das erste Mal in ein Flugzeug zu steigen, selbst wenn es völlig mechanisch gesteuert würde, hat sicherlich ein mulmiges Gefühl hinterlassen bei den ersten Passagieren. Auch bei mir, wenn ich mich erinnere, als ich das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen bin. Und das war lange vor der KI, das kann ich Ihnen versichern. Das ist so und entweder vertraut man dem dann und sagt, okay, man fliegt damit, weil die Wahrscheinlichkeit abzustürzen ist zwar vorhanden, aber hinreichend gering. Aber ob da nun eine KI ist oder ein anderes technisches System, das ist eigentlich völlig wurscht, weil die Sicherheitsanforderungen mussten vorher so oder so geprüft werden. Und die Wahrscheinlichkeit des Absturzes muss so oder so vorher abgeschätzt werden. Und trotzdem können immer noch Fehler passieren, dass Menschen zu Schaden kommen, leider. Aber das wird auch in Zukunft nicht anders sein als bisher. Wer kontrolliert denn die für den Menschen dienliche Nutzung von künstlicher Intelligenz so in Zukunft und jetzt? Naja, der auch jetzt schon alle Technologien, die den Menschen Leid zufügen können, kontrolliert oder nicht kontrolliert. Also die Gesellschaft, der Gesetzgeber, internationale Vereinigungen. Nicht Großkonzerne oder naja, Großkonzerne haben, ja, aber Großkonzerne, die was weiß ich, private Sicherheitsfirmen, die in fremden Ländern operieren, müssen auch reguliert werden und die sind auch sehr gefährlich zum Beispiel, also auch rein kommerzielle Interessen. Also das ganze Wirtschaftsleben aus meiner Sicht, natürlich muss es sich in einem, braucht es einen gesetzlichen Rahmen. Aber den braucht es ja unabhängig von KI. Vielleicht brauchst du manche neue Aspekte, die durch die KI jetzt hochkommen, die müssen dann geregelt werden. Aber wir brauchen jetzt nicht ein völlig neues Rechtssystem aus meiner Sicht. Also wir durften, also auch ein großer Konzern durfte vor der KI auch Menschen nicht schaden. Genauso wie wenig wie ein großer Konzern das jetzt darf. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn Schaden? Ist denn schon Schaden, wenn ich eine Filterblase aufbaue um einen Menschen herum? Kann das schon ein Schaden sein? Und darüber muss kontrovers diskutiert werden, um dann zu sagen, hier muss jetzt ein Stoppschild gesetzt werden oder nicht. Aber auch vorher war es schon so, dass ein großer Konzern Menschen nicht vergiften darf oder irgendwie anders schädigen darf. Das hat auch kleine Unternehmen dürfen das übrigens nicht. Das stimmt, ja. Also Cambridge Analytica war nicht so groß als Unternehmen. Okay, dann vielleicht noch eine abschließende Frage.
die dir wahrscheinlich nicht gefallen wird, weil du meintest, du guckst nicht gerne in die Zukunft. Aber gibt es deiner Meinung nach aus ethischer Sicht ein Limit für die zukünftige Nutzung von KI oder wo führt KI irgendwann mal hin? Glaubst du, KI könnte zu unserem Freund werden und irgendwie alten Menschen nachher so Nähe vermitteln? Was könnte KI irgendwann mal sein? KI ist schon unser Freund. KI ist nichts Besonderes. Das müssen wir uns vielleicht irgendwann mal klar machen. Alte Menschen durch sogenannte intelligente Systeme abzuspeisen, damit man sich nicht mehr um sie kümmern muss, war früher falsch und ist jetzt auch noch falsch. Man kann aber, und es wäre aber richtig, denke ich, KI einzusetzen, um diesen alten Menschen zu helfen, ohne dass man sie alleine lässt. Verstehen Sie, was ich meine? Also diese Technologie an sich ist weder etwas, was man wegschließen oder hervorholen muss, sondern man muss sich immer Gedanken machen, wo man sie denn einsetzt. Und das eigentlich unabhängig von der technologischen Methode muss man sich als Mensch immer klar machen, wo setze ich etwas ein, was ich tun kann, ein technisches System, und wo mache ich es besser nicht. Und egal, ob das KI ist oder ein konventioneller Computer oder von mir aus ein rein mechanisches System, das ist völlig uninteressant, was die ethische Frage aus meiner Sicht erstmal angeht. Und ich weiß, dass jetzt die KI sozusagen gerade die ethische Diskussion hervorgeholt hat und nochmal amplifiziert hat. Und das ist auch gut so. Und das unterstütze ich sehr. Aber ich denke, diese ethischen Fragen haben sich natürlich auch schon vorher gestellt. Und jetzt ändern sich Nuancen, aber ethisch und moralisches Handeln hat es ist schon immer etwas gegeben, ist schon immer etwas gewesen, was man sich klar machen muss und was anzustreben ist. Und nicht immer leicht zu entscheiden, nach wie vor, also auch mit KI oder nicht KI, gut von schlecht und richtig von falsch zu unterscheiden, ist im Allgemeinen nicht sehr leicht. Wenn es leicht wird, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil am leichtesten ist es in Diktaturen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Die wissen genau, was richtig und was falsch ist. Ja, das fand ich sehr angenehme Schlussworte. Ja. Ja, okay. Vielen Dank für die lange Diskussion. Wir haben über eine Stunde mit sehr vielen Fragen und ich bin auch beeindruckt, wie viele unserer Zuschauer noch da geblieben sind. Ich will trotzdem nochmal unseren Sprecher provozieren und ihn in die Zukunft blicken lassen. Es wird immer gesagt, dass wir einen großen Rückstand haben in Deutschland und auch in Europa, sagen wir, gegenüber USA, China etc. Es wird also jetzt sehr viel Geld investiert in Deutschland und auch in der EU. Haben wir eine Chance, hier etwas aufzuholen oder geht das nur, wenn wir auch große Konzerne hätten? Ja, ich denke, in bestimmten Bereichen ist der Zug jetzt erstmal abgefahren. Aber wenn ich sozusagen aus der Erfahrung heraus in die Zukunft blicken muss, dann hat die Geschichte immer wieder gezeigt, dass selbst die größten Konzerne nicht für ewig groß sind. Insofern glaube ich nicht, dass wir prinzipiell etwas verloren haben. Natürlich müssen wir uns auch anstrengen, eine gewisse technologische Eigenständigkeit zu behalten. Aber das Schöne an gerade der KI und der Zeit heute ist, dass man sehr viele Möglichkeiten der Disruption hat und der Veränderung. Und sie wird deswegen auch immer wieder ein neues Feld finden, in dem wir Erste sein können, wenn man es mal so platt sagen darf, in Europa. Also unser großes Programm ist ja Industrie 4.0 und in der Fertigung KI einzusetzen. Und da sind wir auch, glaube ich, Weltspitze. Da müssen wir uns nirgendwo verstecken. Na, wir haben jetzt zwar kein Facebook hier, aber wir haben vielleicht die besten Maschinenbauer der Welt. Ich denke,
Wichtig ist es einfach, diese technologischen Entwicklungen, auch wenn man jetzt nicht die großen Konzerne hat, in ihrer Forschung immer weiter noch zu fördern und vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen besser zu werden im Transfer und in der Translation, dann in wirklich die Umsetzung in ein sinnvolles Geschäftsmodell, gut reguliert, nach unseren Standards, nach unseren Werten, um dann sozusagen auch den, auf gut Deutsch, wieder das Geld zu verdienen, das uns dann erlaubt zu forschen, um dann wieder vorne mit zu bleiben. Weil man darf sich nichts vormachen, wenn man einfach nur Technologien verbietet, und versagt, dann kann es auch sein, dass man irgendwann nicht mehr genug Geld hat, auf den Feldern, wo man gerne mitspielen würde, dann auch mitzuspielen. Das muss ja alles finanziert werden durch eine gewisse Wirtschaftskraft. Ja, ich weiß nicht, ob das Okay. eine Antwort war, Vielen Dank. aber das ist mein Also, Gedanke dazu. Ja, also es ist nichts verloren, nichts ist vorbei. Wir sind gut davor. Europa ist ein toller Flecken Erde mit tollen Menschen und sehr, 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 sehr mit den besten Rahmenbedingungen, die wir auf der Welt haben, wie wir hier leben können, was Bildung angeht, Gesundheit angeht und auch Leben angeht, dann darf man sich nicht mal so klein machen. In anderen Gegenden sieht es viel, viel mieser aus. Also ich bin da sehr positiv eingestellt, was unsere Zukunft angeht. Jo, vielen Dank. Ich denke, was wir vor allem gelernt haben, du hast der KI ein menschliches Antlitz gegeben. Die KI wird immer noch von Menschen gemacht und wir sind noch weit davon entfernt, dass sie sich verselbstständigt und beginnt, über uns zu herrschen. Und Menschen machen die Programme und schreiben die Programme und das ist eigentlich sehr beruhigend und das kann auch jeder lernen, haben wir ja gehört. Oder kann man auch in der Schule lernen. Und insofern denke ich mal, hast du uns viele Ängste genommen? Hoffe ich doch, ne? Ganz herzlichen Dank. Schöner Vortrag und schöne Diskussion. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, Zuschauern und damit ist unsere Ringvorlesung für dieses Semester zu Ende. Im November wird es dann einen neuen Anlauf geben. Das Programm erfahren Sie dann rechtzeitig. Vielen Dank und Okay. einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank auch an alle Teilnehmer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für die Einladung nochmal.